Herzlich willkommen zur Vorlesung Bullshit-Resistenz. Heute Vorlesung Nummer 10, Bullshit im Namen der Wissenschaft. Letztes Mal haben wir ja über Pseudowissenschaft geredet. Das ist die bloße Imitation der Wissenschaft. Aber wir haben ja schon in den Sitzungen über Fake News und Verschwörungstheorien gesehen, dass öfter mal Ergebnisse der Wissenschaft vielleicht verwendet werden und ein bisschen abgeändert werden oder in irreführender Weise verwendet werden, um Fake News zu produzieren, auch manchmal als vermeintliche Unterstützung für so verschwörungstheoretisches Denken. Und es gibt natürlich einfach auch, haben wir auch gesehen, Fehler innerhalb der Wissenschaft oder im Verständnis der Wissenschaft, dass man zum Beispiel Kausalität und Korrelation verwechselt. Und all das habe ich jetzt mal in eine Sitzung gepackt, wo es vor allen Dingen um diese Frage geht, wie Wissenschaft präsentiert und vermittelt wird und welche Denkfehler auch dort passieren innerhalb der Wissenschaft und in der Vermittlung von Wissenschaft. Auch Wissenschaft kann auf Abwege geraten und die Autorität der Wissenschaft wird benutzt, manchmal im neutralen oder positiven Sinne, aber manchmal auch im negativen Sinne. Und ich glaube, historisch ist es einfach so, wir leben ja im Zeitalter der Wissenschaft, wir leben nicht in diesem postfaktischen Zeitalter, sondern in einem Zeitalter, wo die Wissenschaft so mächtig und einflussreich ist wie noch nie und wir selber auch so wissenschaftlich denken, wie es noch nie vor uns die Menschen getan haben im Mittel, Verzeihung. Und Wissenschaftler und ihre Forschung erhalten auch in der Öffentlichkeit Respekt. Wir haben großen Respekt für Menschen, die akademische Titel haben, weil wir wissen, da steckt ein bestimmtes Wissen und bestimmte Fähigkeiten dahinter. Wir setzen das oft mit Kompetenz gleich, vielleicht nicht immer ganz berechtigt, aber das machen wir typischerweise so. Und auch Forschungsergebnisse halten wir oft für bare Münze. Als Laien können wir gar nicht alles überprüfen und selbst Experten können nur in ein oder zwei Gebieten Experte oder Expertin sein, aber nicht in ganz vielen Gebieten. Das heißt, wir müssen die Reputation, die die Wissenschaft und die Wissenschaftler haben, nehmen wir eigentlich als Stellvertreter für die Qualität der Arbeit, weil wir oft gar keinen besseren Stellvertreter haben. Das kann natürlich aber auch dazu führen, dass wir uns in die Irre führen lassen. So ein Internet-Meme, das ich gefunden habe. Aber immer wenn man sagt, Wissenschaftler haben rausgefunden, denken die Leute, es stimmt. Und das haben auch Wissenschaftler herausgefunden, dass wenn man damit beginnt, und das ist genau das, dass wir die Reputation natürlich als Stellvertreter nehmen, aber auch manchmal irrtümlich als Stellvertreter nehmen können. Also was bringt, welche Probleme bringt dieser Reputationsproxy, Reputationsstellvertreter mit sich? Natürlich können Wissenschaftler sich selber auch in die Irre führen. Es gibt immer wieder Beispiele, wo man sich selber einfach geirrt hat, falsch gemessen hat, auch irgendeinem Bias, einer Urteilsverzerrung erlegen war. Und das Zweite ist, dass die Vermittlung der Wissenschaft, Wissensvermittlung, Science Communication manchmal genannt, das ist auch schwierig. Und auch die kann manchmal in die Irre führen oder die Laien, die sich das dann anschauen, zu Fehlinterpretationen verleiten. Und die Gründe, glaube ich, sind verschieden. Ich werde alle drei Arten von Gründen durchgehen. Es gibt auch Fälle, die vielleicht genau zwischen zweien liegen. Aber das Erste ist natürlich, es gibt echte Irrtümer. Also jemand hat in der Wissenschaft irgendwas falsch gemacht. Wir haben schon ein paar kennengelernt, Bestätigungsirrtum. Dagegen ist fast niemand gefeit. Bestimmte Selektionsfehler stelle ich ein paar heute noch vor. Und typische statistische Denkfehler finden wir in der Wissenschaft. Aber natürlich auch in der Wissensvermittlung. Man kann nicht immer alles richtig machen, man macht da auch mal Fehler. Dann haben wir schon kennengelernt ideologische Verzerrung, der My-Side-Bias, also Motivated Cognition, auch manchmal genannt interessegeleitete Kognition. Auch das kann Forscher erfassen, aber auch die Leute, die die Wissenschaft oder die Forschungsergebnisse vermitteln. Vor allem, das werde ich am Ende noch zeigen, wenn es um die gute Sache geht, ne? Um die Sache, mit der man sich ohnehin identifiziert, ist man vielleicht eher verleitet, nicht ganz so kritisch und ganz so genau hinzuschauen. Und das Dritte ist natürlich Absicht, auch das haben wir kennengelernt. Wir haben ja schon auch echte Verschwörungen kennengelernt. Also es gibt auch Leute, die wirklich einfach andere täuschen wollen. Also Unternehmen und die Politik will vielleicht irgendwelche Ergebnisse beschönigen. Ich habe dafür jeweils auch noch Beispiele. Wir haben gesehen, dass es Querdenker gibt. Einige von denen wussten ganz genau, wie man die Corona-Forschung interpretieren muss oder sollte und haben es trotzdem nicht getan. Es gab auch vor allem in der Corona-Pandemie, haben wir das erlebt, Selbstdarsteller mit Professorentitel, die sich plötzlich irgendwo eingemischt haben und gerne auch in der Öffentlichkeit sein wollten, weil sie was gesagt haben, was nicht der Standard der Wissensmeinung war. Also dieses Phänomen gibt es auch. Ne? Irrtümer ist der Schwächste,
Motiviert sein ist so auf der Mitte. Das kann was mit Täuschung, Selbsttäuschung zu tun haben. Und Absicht ist natürlich, haben wir ganz am Anfang kennengelernt, ist die stärkste Form des Vorsatzes. Und das wäre absichtliches Lügen oder Bullshitten. Und ich fange mal an mit dem Bullshit in der Wissensvermittlung, weil der vielleicht am augenfälligsten ist. Da gibt es ein tolles Buch von Bergstrom und West, das sind zwei amerikanische Professoren, eigentlich beides Biologen, die sich aber auch so mit Data Science, Datenwissenschaft, Statistik beschäftigen. Und die haben eine ganze Vorlesungsreihe gemacht, die hieß Calling Bullshit und haben sich vor allen Dingen mit der Wissenspräsentation und Wissensvermittlung beschäftigt, vor allen Dingen, wenn es um naturwissenschaftliches und quantitatives Wissen geht. Haben dann ein ganzes Buch draus gemacht, das ist, glaube ich, 2020 erschienen. Und ich habe ein paar von ihren schönen Beispielen genommen für die Präsentation. Es gibt aber auch genug Beispiele, zum Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum. Also, Bullshit in der Wissensvermittlung, damit fangen wir an. Und das Erste, was wir machen, sind irreführende Graphen. Ich weiß nicht, ob man den da hinten auch noch erkennen kann, den Graphen. Da geht es um die durchschnittliche Arbeitszeit von Vollbeschäftigten in Europa. Gelb, Deutschland. Ne, auf den ersten Blick denkt man, oh, unglaublich viel mehr als Frankreich und Italien. Warum könnte diese Darstellung, hier 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Stunden, durchschnittliche Wochenarbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten, warum könnte diese Grafik irreführend sein? Wenn man also nur mit so einem Blick drauf schaut, ja? Ja, super beschrieben. Ich wiederhole es nochmal mit meinen eigenen Worten. Wenn man den Nullpunkt weglässt und sich nur die Unterschiede am Ende hier zwischen 36 und 42 Stunden anschaut, dann sehen die Unterschiede viel größer aus auf den ersten Blick, als sie tatsächlich sind. Ne? Man kann sagen, der ist links zensiert, der Graph, weil er die linke Seite gar nicht zeigt, von 0 bis 36. Wenn man die Nullpunkte mit reinnimmt, sieht so aus. Ja, dann, wenn man das jetzt auf den ersten Blick sieht, würde man sagen, ja, wie ist die Arbeitszeitverteilung in Europa? Würde man sagen, ja, ungefähr gleich, ja, 2-3 Stunden mehr oder, aber es ist ungefähr, ne, natürlich gibt es Unterschiede, die Franzosen machen ein bisschen längere Mittagspause, trinken dann vielleicht ein Chardonnay oder so, die Deutschen machen nicht so eine lange Mittagspause, aber insgesamt sind die Unterschiede gar nicht so groß, wenn man von 0 bis 40 aufträgt. Wenn man jetzt betonen will, dass es besonders große Unterschiede sind, dann kann man das natürlich wegschneiden. Und wie der Kommilitone gesagt hat, auf den ersten Blick suggeriert das dann große Unterschiede, die vielleicht gar nicht so groß sind. Ja, scheint ein klarer Fall zu sein. Das ist die Aufstellung ist leider in Fahrenheit, nicht in Celsius. Die Amerikaner, im Gegensatz zum Rest der Welt, müssen unbedingt in Fahrenheit messen. Das ist die Durchschnittstemperatur der Welt pro Jahr, gemessen ab ungefähr 1880. Warum ist der Graph irreführend? Ist absolut korrekt, aber ist trotzdem irreführend ein bisschen, wenn man da mit einem Blick nur drauf schaut. Ja? Naja, weil es sind wahnsinnig, also die Temperaturspanne, die angegeben wird, ist wahnsinnig groß, sodass die Veränderungen, wenn sie recht nicht so groß sind, extrem klein dargestellt werden. Auch wenn man sieht, dass, also ich glaube zu erkennen, vielleicht sehe ich das auch nicht gut, dass es aber am Ende so ganz, ganz leicht hochgeht. Also würde man sich natürlich denken, dass es vielleicht 0,1 Grad sind oder so. Aber da eben so eine große Temperaturspanne links angegeben ist, sieht es viel weniger aus, als es dann dort ist. Genau. Vollkommen korrekt. Ne? Das ist genau der umgekehrte Fall. Hier wird von 0 bis 110 Grad Fahrenheit angegeben, die Durchschnittstemperatur, weil man aber die Linien so aufträgt, dass zwischen 55 und 60 Grad Fahrenheit minimale Veränderungen sehen halt klein aus. Es sieht auf den ersten Blick aus wie eine Gerade. Sobald man da den Ausschnitt nimmt, der relevant ist, sieht man, ah, okay, das ist ein Unterschied von ja, fast 2 Grad Fahrenheit. Natürlich könnte man sagen, das ist jetzt auch ein bisschen überdramatisiert, aber es ist natürlich immer relevant, wie stark fällt so ein Temperaturunterschied ins Gewicht.
Ja, und für die, wissen wir, für die menschliche Biosphäre sind in Celsius jetzt gesagt, 2 bis 3 Grad Celsius kann schon lebensbedrohlich sein. 4-5 Grad Celsius Änderung könnte schon das Ende der Biosphäre bedeuten. Das heißt, das sind wichtige Unterschiede in einem sehr kleinen Bereich. Die sollte man dann schon deutlich machen, wenn es auf diesem Bereich zwischen 56 und 60 Grad ankommt. Also es ist genau das gegenteilige Phänomen. Das sind Menschen, die durch Handfeuerwaffen in Florida gestorben sind. Und 2005 wurde ein neues Gesetz eingeführt, das gesagt hat, man darf Waffen tragen, um sich zu verteidigen. Und das, ja, eine offizielle Stelle von Florida, Florida Department of Law Enforcement, hat diese Grafik rausgegeben. Warum? Warum ist die Grafik schon sehr, sehr irreführend? Soll ich die Achse anschauen? Also was denkt man, wenn man im ersten Blick drauf schaut? Seit 2005 ist was passiert? Ja? Naja, es geht runter, aber eigentlich geht es hoch, weil die rote Fläche relevant ist. Also es muss man kippen. Ja, sie machen von 0 bis 800 Tote, nur in einem einzigen Bundesstaat. Aber sie drehen es um. 0 ist wenig, also oben ist wenig. Wir lesen aber Grafiken so, wenn es hoch ist, ist es viel. Ja, also es ist wirklich, es ist einfach Quatsch. Ja, es ist massiv irreführend, weil es normalerweise nie so aufgetragen wird. Also mit anderen Worten, seit Leute Waffen tragen dürfen, schießt die Zahl der Toten in die Höhe und ist fast auf dem Stand der 80er, 90er Jahre bei 700 Fällen. Es war mal runtergegangen auf 430 Fälle, hat sich fast verdoppelt nach dem Gesetz. Wir können jetzt nicht sagen, das ist kausal, das müsste man dann wiederum testen. Es ist nur, bisher nur eine Korrelation, aber es ist relativ wahrscheinlich, dass es was damit zu tun hat. Also, irreführend, wenn man einfach oben unten vertauscht. Ähnliches Beispiel jetzt mal aus dem deutschsprachigen Raum. Das ist dass die katholische Kirche in Österreich, und die sagt, wie viele bekommen eine Firmung und eine Erstkommunion. Also ein bisschen ein Indikator, wie viele Kirchenmitglieder kommen jedes Jahr dazu oder bleiben in der Kirche. Was ist da? Was ist da irreführend? Müsst ihr euch auch die Zahlen anschauen? Na, auf den ersten Blick denkt man, ja, wird mehr. Aber kann man es von hinten sehen, die Zahlen? Warum ist das problematisch, so zu machen? Ja, lachen heißt verstanden. Warum? Warum ist es problematisch? Naja, die Zeige da hier unten rechts nach links. Ja. Umgekehrt. Man denkt, dass sofort dann von links nach rechts ist die Reihenfolge. Ja. Ja, also Sie haben die Zeitachse von rechts nach links und nicht von links nach rechts aufgetragen. Im westlichen Kulturraum machen wir auf jeden Fall immer von links nach rechts. Deshalb auf den ersten Blick denken wir, es wird mehr, weil die Zukunft liegt auf der rechten Seite. Aber Sie haben es einfach andersrum aufgetragen. Ne? Das hat der humanistische Pressedienst mit ein bisschen Ironie und Sarkasmus aufgedeckt und auch kommentiert. Daraufhin muss man aber sagen, gab es eine Korrektur. Ne? So sieht es dann jetzt auf der Webseite korrekt aus. Also irgendjemand dachte, dass es besser aussieht, wenn man es andersrum macht. So ist tatsächlich, und das ist auch ein europaweiter Trend, auch in Deutschland, die Mitglieder in Kirchen gehen zurück insgesamt. Evangelische, katholische Kirche sind, wir leben in einer der atheistischsten Regionen der Welt in Deutschland und es wird auch immer weniger. Ist aber nicht nur in Deutschland so, sondern in sehr vielen Ländern der Welt. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo es mehr wird, aber insgesamt werden die Leute etwas unreligiöser. Ja? Also nicht nur ein Phänomen, mit dem die katholische Kirche zu kämpfen hat, sondern so gut wie alle Glaubensgemeinschaften. Ja, das waren jetzt so, das waren Graphen, das ist irgendwie sehr offensichtlich, das war jetzt so beispielhaft, aber es gibt viele dieser Art. Man kennt das auch bei Venn-Diagrammen, ne? Also bei diesen Kugeldiagrammen wird das manchmal gemacht, bei anderen Grafiken, grafischen Darstellungen. Also man kann sehr leicht Leute in die Irre führen, auch wenn man alles korrekt angibt.
Sie haben ja nie, bei den Sachen wurde nichts falsch angegeben, aber es wurde so präsentiert, dass man mit einem schnellen Blick oder vielleicht sogar mit dem zweiten Blick noch das fehlinterpretiert. Man muss schon ganz genau hingucken, um das richtig zu interpretieren. Es gibt natürlich auch jetzt absichtlichen Bullshit, habe ich auch schon gesagt. Stefan Homburg ist ein, ich glaube, in Hannover Professor, der sich sehr stark gegen die empirische Evidenz für die Gefährlichkeit von Corona und dann auch später die Wirksamkeit der Impfung und der Masken gestemmt hat. Und er hat Folgendes getwittert. Also er gibt eine Studie, wie gesagt, in mehr als drei Viertel der Obduktionen, da wollte man schauen, wer ist gestorben, durch Corona, nicht nur mit Corona. Und die Studie sagt, in mehr als drei Viertel der Obduktionen konnte die Covid-19-Erkrankung als wesentliche oder alleinige zum Tode führende Erklärung dokumentiert werden. Und er interpretiert das so, dass er sagt, naja, das heißt ja, in einem Viertel definitiv keine Todesursache und in anderen Fällen unklar. Warum ist das Unfug? Also brauchen wir vielleicht nicht nochmal extra zu erklären, aber ja. Drei Viertel plus ein Viertel ist ja schon alles. Da gibt es also nichts, bleibt nichts mehr übrig, was unklar sein kann. Ja. Er tut so, als ob die drei Viertel unklar wären. Also er dreht es einfach um, er sagt, ah ja, in einem Viertel können wir es nicht sicher sagen, könnte ja trotzdem sein, aber wir können es auf jeden Fall nicht sicher sagen, aber sonst unklar, jetzt gerade nicht unklar. Ja, man kann es jetzt auf zwei Weisen interpretieren, entweder hat es einfach falsch verstanden, das war ein Irrtum und er kann einfache statistische Aussagen nicht richtig verstehen oder er hat es absichtlich gemacht. Ja, also man kann entweder sagen, er ist autonom, aber kann nicht so gut Statistik, oder sagen wir, er ist ehrlich und kann nicht so gut Statistik, oder er ist schlau, kann die Statistik, aber ist unehrlich. Ja, das sind die beiden Möglichkeiten. Ich glaube, es ging, er ist schlau genug, das zu verstehen als Hochschullehrer. Es gibt aber auch Fehlinterpretationen, die gar nicht, oder zumindest sehr wahrscheinlich gar nicht absichtlich sind, aber die trotzdem, weil sie vielleicht unsere Vorurteile oder unsere Annahmen bestätigen, müssen auch keine negativen Vorurteile sein, irgendwelche Annahmen, die wir einfach über die Welt machen, die dazu führen, dass wir dann plötzlich denken, ah ja, okay, das ist ja sehr plausibel. Das war ein Artikel zu Forschungsergebnissen, da erschien dann später noch ein Paper von einer gewissen Diana Kenny, Professorin für Psychologie. Und sie hat diese Aufstellung gemacht und hat einfach mal rausgefunden an allen Daten, die man so kriegen kann, wenn Musiker gestorben sind, was war das Durchschnittsalter, zu dem sie gestorben sind? Und wie man da sieht, kommt raus, ne, Blues, Jazz und Country sind durchschnittlich mit so 60, 65 Jahren gestorben. Aber Leute, die im Bereich Punk, Metal, Rap und Hip-Hop sind, sind um die 30 Jahren gestorben. Und sie sagt, ist ja krass, im Interview, ist in der Washington Post erschienen, eine der führenden überregionalen Zeitungen in den USA. Sie sagt, ne, das ist, müssen wir vorsichtig sein, wer in der Rap-Music und im Hip-Hop ist, lebt gefährlich und noch gefährlicher als im Krieg, denn man verliert ja nicht die Hälfte der Leute im Krieg. Das bezog sich auf einen anderen Aspekt der Untersuchung, wo sie herausgefunden hat, wenn jemand stirbt im Bereich Hip-Hop und Rap, dann gilt zu 50% der Fälle geht auf Mord zurück. Also die Hälfte der Todesfälle, die es in der Rap-Musik gab und im Hip-Hop, geht auf Ermordungen zurück. Also es ist in der Tat, wenn man getötet wird, wird man häufiger durch Gewalt getötet in dem Genre. Aber warum ist das trotzdem eine irreführende Grafik, wenn man jetzt annimmt, wie viele angenommen haben, die das zitiert haben, dass man nur 30 Jahre wird, wenn man Hip-Hop, Punk oder Metal macht? Im Mittel. Ist auch eine Form von Verzerrung. Ja? Kurze Frage, ich verstehe überhaupt nicht, warum dieses US Female Life Expectancy. Achso, das ist der Vergleichswert, also der durchschnittliche. Das hat was mit Hip-Hop zu tun, das kommentiert sich ja an den Graphen auch unten.
Das sind die Vergleiche. Achso, sehr gut, dass du es gefragt hast. Also oben werden die Vergleiche, also ist die Frage, warum steht da US Female und US Male Life Expectancy? Also die dünnen Linien, oben diese orangene und die darunter, die hellblaue, die gibt zum Vergleich die durchschnittliche Lebenserwartung von jedem in den USA an. Die ist ein bisschen niedriger als in Europa. Das ist eines der wenigen westlichen Länder, wo die Lebenserwartung deutlich niedriger ist als im europäischen Durchschnitt. Aber die Lebenserwartung ist so ein bisschen über 60 Jahre. Das kann auch nicht ganz stimmen, weil es, glaube ich, über 70 sein müssten. Also Female so 75 und Male so 65. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu niedrig. Das ist der Vergleichswert. Wenn man jetzt kann ich vergleichen, im Vergleich zum Normalwert aller Menschen, wie ist die Lebenserwartung von Musikern? Und wir sehen, sie liegt schon drunter. Ne? Ich verstehe trotzdem nicht, weil das sieht so aus, als würde es sich unten an dem Genre orientieren. Genau, das ist nach Genre, das ist jetzt... Ah. Ah ja, ja, okay, Sie haben zwei übereinander gelegt. Sie haben die Zeit, das stimmt, Sie haben die Zeitachse übereinander gelegt und ja, das ist irreführend, das stimmt. Ja, hast vollkommen recht, Verzeihung, das habe ich nicht gesehen. Ja, ich habe gar nicht auf diese beiden Vergleichswerte, da hätte man einen Strich machen müssen, zu einem bestimmten Zeitpunkt den Vergleichswert nehmen. Ne? Weil Sie haben jetzt zwei Sachen aufgetragen, das ist einmal Genres, die dicken Linien sind relativ zum Genre hier unten und die Lebenserwartung sieht eher so aus, ob es hier müsste irgendwas stehen von 1960, 65 und so weiter. Vollkommen richtig. Also das ist doppelt irreführend. Das ist eigentlich ein tolles Beispiel, weil es noch mehr irreführend ist, als ich gedacht habe. Aber warum kann ich nicht schließen, dass man, wenn man Metal oder Rap macht, nur 30 wird? Ich muss ein bisschen um die Ecke denken. Sie haben sich alle Leute angeschaut, die gestorben sind. Ja? Ja, das ist ein interessanter Punkt, das ist noch ein Zusatzpunkt. Ne, wen nehme ich eigentlich in die Liste auf? Leute, die erfolgreich waren. Ne, sie hat geschaut, müssen schon die ich aufnehme, müssen schon einen bestimmten Verkauf haben. Ich kann jetzt nicht absolut jeden, der sich selber Metal-, Punk- oder Rap-Musiker nennt, aufnehmen, sondern es muss schon ein gewisser Erfolg sein. Ein Punkt könnte sein, naja, wir haben so ein bisschen eine komische Auswahl, weil wir die erfolgreich nehmen. Und ich drehe es mal ein bisschen um. Und es könnte sein zum Beispiel, dass viele... die um die 30 Jahre sind, erst später erfolgreich werden, könnte man sagen. Ne? Die sind jetzt noch gar nicht aufgenommen worden. Ne? Das ist ein Faktor, das geht schon so ein bisschen in die Richtung zu dem, was ich hinaus wollte. Ja? Ich schätze, dass einfach jüngere Leute Punk-Metal oder Rap machen und wenn sie dann sterben, sind sie halt jung. Ja, das ist genau die Antwort. Die Genres, die sehr jung sind in der Geschichte, so in den 80ern, 70er, 80ern entstanden sind, Punk, Metal, Rap und Hip-Hop, wenn da jemand gestorben ist, ist er typischerweise vor dem Durchschnittsalter gestorben von 70 oder 80 Jahren. Das heißt, wenn da jemand stirbt in diesen jüngeren Genres, ist er auch eher jung, weil die Leute sind noch gar nicht so alt. Ne? Diese ältesten berühmten Rapper sind jetzt vielleicht so, vielleicht gerade so 60, aber so irgendwas zwischen 50 und 60. Das heißt, wenn man es vor 10 Jahren gemacht hat, dann waren die da maximal 40. Das heißt, wenn mal jemand ermordet wurde, war er auch nur so um das Alter 40 herum. Man müsste jetzt schauen, was ist in 30 Jahren, wie viele haben dann da überlebt, wie viele haben dann noch Erfolg gehabt und dann müsste man mitteln. Während alte Genres, Blues und Jazz, ne, die hatten überhaupt die Zeit, haben früher angefangen, sind dann irgendwann berühmt geworden, wie du es beschrieben hast, aber hatten dann auch mehr Zeit, älter zu werden. Und interessanterweise in dem Originalartikel, wo das abgedruckt wurde, hat die Forscherin das auch gesagt. Sie hat gesagt, das ist ein Confound, ja, das ist ein Problem, weil wir jetzt eine Art Rechtszensur haben. Ne? Wir gucken gar nicht mehr hier weiter, wie es in die Zukunft geht. Wenn wir es wirklich auswerten wollten, müssten wir eigentlich warten, 30, 40 Jahre, dann zurückgucken und dann mitteln. Also es ist ein... Ne? Sie hatten nicht die gleichen Möglichkeiten, sagt sie. Also ein rechtszensierter Graph. Interessanterweise, als das Paper rauskam, vielleicht auch als Antwort auf die Kritik, ist das da super sauber diskutiert worden. Es ist trotzdem interessant, weil die Lebenserwartung... also offenbar bestimmte Gefahren größer sind, zum Beispiel durch
Mord zu sterben. Ne? Das heißt, von allen, die sterben, im jungen Alter sterben mehr durch Mord als die Durchschnittsbevölkerung. Ich kann schon sagen, bestimmte Sachen sind gefährlicher, aber dass man nur 30 wird, kann man an den Daten nicht ablesen. Ja? Das heißt, es gäbe jetzt vielleicht zwei Sachen, die man noch eintragen könnte. Für jedes Genre, wie alt sind die ältesten Leute, die das ja. Und wie alt sind die jüngsten Leute? Und vielleicht auch ein Durchschnittsalter aller Musiker. Ja. Weil dann sieht man vielleicht, also man müsste das sozusagen bei Metal, Rap und Hip-Hop müsste man es vielleicht, also die Y-Achse, die sollte einfach sein, Abweichung des Todeszeitpunkts vom Durchschnittsalter alle, die diese Musik machen. Ja. Und noch mehr, genau. Also man muss sich anschauen, wie ist das Durchschnittsalter und das vergleichen. Und man muss auch Kohorten vergleichen. Also man müsste schauen, ob die Kohorte, wie wahrscheinlich ist es in der Kohorte der 40-Jährigen durch Waffengewalt zu sterben und dann im Vergleich zu denen der kleinen Subgruppe, die Rap und Hip-Hop macht. Und da kommt sehr wahrscheinlich raus, es ist ein bisschen höher, also es ist schon gefährlicher, da hat sie schon recht. Aber um rauszufinden, was das Durchschnittsalter, die durchschnittliche Lebenserwartung ist, müsste man schauen, ob hier sehr viel mehr sterben als sonst in dieser Altersgruppe. Oder müsste man auch schauen, Bevölkerungsgruppe, ne? Männer, Frauen müsste man vergleichen, bestimmte Regionen, also andere Faktoren, die auch noch eine Rolle spielen. Ja, jetzt wird es noch absichtlicher sozusagen, jetzt geht es noch mehr um bewusste Irreführung. Das ist ein Magazin, Avenue, von Evanagie, also Evanagie Swiss ist der neue Name der Erdölvereinigung der Schweiz und die haben dieses Magazin, das heißt Avenue, rausgegeben, wo sie alles mal so schön erklärt haben, wie es mit dem Kohlendioxid aussieht. Und das hat ein Klimaforscher aus der Schweiz, Reto Knutti, so einer der führenden Klimaforscher der Schweiz, auf seinem Twitter-Account minutiös und sehr scharf auseinandergenommen und hat einfach mal so gezeigt, wie funktioniert eine Manipulation, ohne dass man in sehr vielen Fällen wirklich was Falsches sagt, aber man präsentiert es so, sind auch falsche Sachen drin, aber man präsentiert es so irreführend, dass man, wenn man das einfach so in der Bahn liest oder so nebenbei, vielleicht einen falschen Eindruck bekommen kann. Das Erste, was die gemacht haben, ist rechts, haben sie gezeigt, wie hoch ist der Verbrauch in vier Branchen. Ich muss hier mal rangehen, welche das sind. Genau, es ist Verkehr, Industrie, Gebäude und Abfall. Ach nee, Abfall, nee, falsch. Abfall, Landwirtschaft, Industrie und andere, ja, und da haben sie gezeigt, na ja, so hoch ist der Verbrauch gar nicht. Das sind die Branchen, in denen sie unterwegs sind mit ihrem Firmenkonglomerat. Die beiden wichtigsten hier oben, Gebäude und Verkehr, haben sie aber ausgelassen. Der höchste Verbrauch fossiler Brennstoffe ist in den beiden Branchen. Die haben sie einfach weggelassen und dann kann man sehen, es sind ungefähr diese vier, aber die haben sie hier oben nicht genommen. Das heißt, was sie gezeigt haben, ist zwar korrekt, in diesen vier Branchen, in denen sie auch tätig sind, wird gar nicht netto so viel CO2 verbraucht wie in anderen Bereichen. Aber in den anderen beiden Branchen, Gebäude und Verkehr, Gebäude müssen gebaut werden und müssen beheizt werden. Wenn das mit fossilen Brennstoffen passiert, ist das ein sehr großer Sektor. Im Gesamt-CO2-Verbrauch sind Gebäude und Betrieb von Gebäuden fast 40%. Also mit einer der größten Sektoren überhaupt. Ja, es verbraucht sehr viel Energie. Verkehr ist auch ein großer Sektor, nicht ganz so groß, aber auch groß genug. Die haben sie einfach beide weggelassen. Nichts Falsches gesagt, aber natürlich auf den ersten Blick denkt man, ach, ist ja gar nicht so viel. Die fossilen Brennstoffe stehen mir doch ganz gut da in der Schweiz. Und dann haben sie noch alle möglichen anderen Sachen immer so ein bisschen anders interpretiert als die Quellen, auf die sie sich bezogen haben. Sie haben zum Beispiel geschrieben, die Grünflächen haben auf der Erde um 25-50% zugenommen. Bezog sich aber auf ein Paper, wo drin steht, dass die schon bestehenden Grünflächen um 25-50 grüner sind. Also die Wälder, die es schon gab, da gibt es jetzt ein paar mehr Bäume. Aber die reine Fläche hat nicht zugenommen. Das ist so ein bisschen so, als ob man sagt, ich gebe jedem Arbeitnehmer 1 Euro mehr und sage, alle 100% der Arbeitnehmer haben jetzt mehr Geld als vorher. Stimmt, aber
Es suggeriert, dass da was Großes passiert ist. Aber tatsächlich ist nur das Bestehende ist verbessert worden. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Das sollte man jetzt auch nicht kleinreden, aber es heißt nicht, dass es mehr gibt, doppelt so viel. Oder 50% mehr, ne? Also um die Hälfte mehr angestiegen. Klimamodelle berücksichtigen kein Wasserdampf, muss da stehen. Doch, tun sie, haben sie einfach behauptet. Auch wieder mit der Suggestion, es gibt ja noch andere Faktoren. Es ist ja nicht nur das CO2, das von den fossilen Brennstoffen kommt, sondern auch noch der Wasserdampf. Der wird seit 20 Jahren auch berechnet als Klimafaktor, also Faktor für die Erderwärmung. Dann haben sie auch eine richtige Zahl präsentiert. Das CO2 ist bis 2005 um 35% gegenüber dem vorindustriellen Durchschnitt gestiegen. Das ist vollkommen korrekt. Aber es hat das Jahr 2005. Im Jahr 2021 war es schon 50% gegenüber dem vorindustriellen Durchschnitt. Ja, auch richtige Aussage getroffen, aber irrelevant, weil wir ja wissen wollen, wie es jetzt ist, kam 21 raus. Und nicht, wie es vor 16 Jahren war, wo es noch ein bisschen besser war. Und sie sagen, Kohlendioxid ist nur eines von zahlreichen klimarelevanten Gasen, ist formal auch richtig, Methan und ich glaube Stickstoffoxid spielen auch eine Rolle, aber wiederum, Kohlendioxid macht 80% aus oder ist für 80% des Gesamtmixes an Treibhausgasen verantwortlich. Also ist mit Abstand der größte Posten. Aber es ist natürlich richtig, dass es auch andere gibt, aber es suggeriert so ein bisschen so, es gibt doch ganz viele und es ist nur eins neben anderen. Ne? Wenn man die Zahl weglässt, hat das eine Suggestion. Und das waren jetzt nur so ein paar Beispiele, aber das ist eine Art, Forschungsdaten zu präsentieren, die oft formal nicht falsch ist. Aber wenn man das jetzt nicht so überprüft wie ein Experte wie Knutti, kann man das nicht. Da braucht man sehr lange, um das zu verifizieren. Und wenn man es für bare Münze nimmt, würde man denken, ist ja alles gar nicht so schlimm. Und die Industrie muss sich jetzt auch nicht unbedingt umstellen. Das ist ja nur ein kleiner Teil am Gesamtmix. Es gibt ein ganzes Buch. Wir hatten schon mal gesprochen über so Big Tobacco. Das waren die echten Verschwörungen in der Sitzung über Verschwörungstheorien. Also von diesen echten Verschwörungen von Big Tobacco bis in unsere Gegenwart haben Forscher nachgezeichnet, wie große Firmen versuchen, natürlich Einfluss auf die Meinungsbildung zu nehmen. Also das könnte man sagen, sind echte Verschwörungen, die kann man auch nachweisen. Ich sage zu dem Buch, das ist gut recherchiert, aber etwas sehr aktivistisch und reißerisch geschrieben. Also man kann das lesen, das ist sehr informativ, aber man muss so ein bisschen Abstriche machen. Man hätte das auch vielleicht ein bisschen nüchterner schreiben können. Aber insgesamt gibt das Buch Merchants of Doubt, also die Händler des Zweifels, ganz gut wieder, welche Taktiken gibt. Und eine Taktik ist halt Zweifel zu sehen an der Wissenschaftsmeinung und die andere Taktik ist zwar die richtigen Ergebnisse zu präsentieren, aber die so irreführend zu präsentieren, dass die Leute auf falsche Überzeugungen kommen. Ja, vielleicht erstmal bis hierhin. Das ist jetzt erstmal so, wie man Wissen vermittelt und teilweise mit einer bestimmten Agenda dahinter, aber manchmal einfach auch nur irrtümlich oder weil man nicht lange genug drüber nachgedacht hat. Das ist das Erste, wo man aufschauen muss und wo man auch Bullshit-Resistenz braucht, kritisch bleiben muss, dass man sich da nicht in die Irre treiben lässt, in die Irre führen lässt. Fragen vielleicht zu dem Abschnitt? Durch so einen zweiten Teil, es gibt natürlich auch Urteilsverzerrungen innerhalb der Wissenschaft. Auch das, die Wissenschaft haben wir gesagt, ist systematische Wahrheitssuche, aber es sind immer Menschen beteiligt, die in der Forschung arbeiten und Menschen sind fehlbare Wesen und machen halt auch mal Fehler aus verschiedenen Gründen. Und auch wir haben so bestimmte Urteilsverzerrungen, die uns einfach geneigt machen, bestimmte Fehler eher zu machen. Ja, und selbst die Leute, die sich damit gut auskennen und eine formale Bildung haben, denen kann das auch ab und zu mal passieren. Also schauen wir uns mal an, warum gibt es Irrtümer in Studien und Umfragen? Und das Erste haben wir schon intensiv besprochen, ganz am Anfang, in dem Abschnitt über Wissen, Wissenschaftstheorie. Manchmal wird Korrelation und Kausalität verwechselt. Ja, manchmal sieht etwas so aus wie Kausalität. Es gibt perfekt linear verlaufende Datenreihen und die sind miteinander korreliert. Und man denkt erst so, ist doch plausibel, dass das Kausalität ist. Es kann aber sein, dass gar keine Kausalität da ist. Zufall, gemeinsame Ursache
Das hatten wir schon besprochen. Es gibt aber noch sehr viele andere Beispiele für sogenannte Selektionsfehler. Man könnte den Oberbegriff für diese ganzen Biases, Urteilsverzerrung, Selection Bias sagen. Weil man in der Forschung immer Informationen selektieren muss. Man nimmt irgendwelche Daten und wertet die aus. Und beim Aussuchen von Daten, wenn ich die gewinne oder auswerte oder präsentiere, in diesem Prozess kann immer sein, dass ich da eine Selektion vornehme, vielleicht oder sehr oft sogar ohne es zu merken, die dazu führt, dass ich dann am Ende komische Ergebnisse bekomme oder Ergebnisse, die eigentlich nichts aussagen, die nichts wert sind. Und ein Beispiel, um sich das gut klarzumachen, ist der sogenannte Survivorship Bias. Wer diese Urteilsverzerrung schon kennt, jetzt nichts sagen. Und zwar ist es ein Phänomen, das hat man beobachtet im Zweiten Weltkrieg. Da sind die Flugzeuge zurückgekommen von den Einsätzen. Also die Alliierten hatten motorisierte Flugzeuge, die sie in den Kampf geschickt haben. Und einige sind zurückgekommen und einige sind nicht zurückgekommen. Dann hat man sich mal angeschaut, systematisch, wo sind die denn getroffen worden? Und die Ingenieure haben sich das angeschaut und haben gesehen, aha, das sind so die Bereiche, wo die meisten Einschüsse sind. Und dann wurde der Vorschlag gemacht, wir sollten die Flugzeuge an diesen Stellen verstärken, ne, weil da sind sie durchschossen worden von FLAG, ne, also Flugabwehr, Kanonen, Maschinengewehr und so weiter, sind sie getroffen worden und zerschossen worden. Wenn wir die da verstärken an den Stellen, verbessern wir die taktischen Chancen, die sie haben im Gefecht. Und ein Forscher, Walt hieß, der hat gesagt, das ist genau die falsche Strategie. Das sollte man auf keinen Fall machen. Warum sollte man die Flugzeuge nicht dort verstärken, wo die roten Punkte sind? Ja. Sie haben die Flugzeuge untersucht, die zurückgekommen sind, also sind diese Stellen getroffen und diese untersuchen konnten eben die besonders unwichtigen Stellen, weil wenn so ein Flugzeug getroffen wird, ist das Ding halt und sie können es nicht mehr untersuchen. Ja. Super, ich versuche es nochmal so zusammenzufassen, sehr, sehr gut pointiert. Die zurückgekommen sind, sind die, die es geschafft haben. Und da, wo sie getroffen wurden, waren offenbar die Stellen, die nicht besonders gefährlich sind, um zurückzukommen. Alle, die nicht zurückgekommen sind, die müsste man eigentlich untersuchen. Ja? Wo sind die getroffen worden, dass sie es gar nicht mehr nach Hause geschafft haben? Und wie die Kommilitonin gerade gesagt hat, ne, offenbar, wenn man die Fahrerkabine getroffen wird und eine der Triebwerke, dann kommt das Flugzeug sehr wahrscheinlich nicht zurück. Deshalb sehen wir da keine Punkte, ja? Oder auch am Höhenruder. Das scheinen die Teile zu sein, die besonders gefährdet sind. Ja, und was man macht ist, man macht jetzt einen Selektionsfehler, weil man schaut sich nicht alle Flugzeuge an, sondern nur die, die zurückkommen. Aber die zurückkommen, das ist eine schlechte Selektion, weil die hatten ja offenbar Eigenschaften, die ihnen ermöglicht haben, zurückzukommen. Ja, wir müssen uns wenn alle anschauen. Wir können von denen, die zurückkommen, vielleicht rückschließen auf die, die nicht zurückgekommen sind, aber wir dürfen die selber jetzt nicht als Kriterium nehmen. Ja? Das wurde auch als Paper veröffentlicht, war eine wichtige Erkenntnis von Ingenieuren im Zweiten Weltkrieg. Das gleiche Phänomen gibt es natürlich in viel harmloserer Weise auch in der Wissenschaft, nennt man manchmal Cherry-Picking, also Rosinen-Picken würde man auf Deutsch sagen. Amerikaner oder Engländer, bei denen sind es die Kirschen. Also man nimmt nur die Daten rein, die zur Hypothese passen. Das muss nicht immer absichtlich sein. Manche machen das auch intuitiv. Man macht zwei Messreihen. Beim einen kam super raus, was man zeigen wollte, beim zweiten nicht so richtig. Dann redet man sich vielleicht ein, ach, beim ersten, bei der einen Reihe habe ich es vielleicht nicht so richtig durchgeführt oder es war auch ein bisschen kleinerer Testbereich oder habe ich den Versuchsaufbau nochmal so leicht geändert. Also man kann sich das auch selber einreden, dass man die Reihe nimmt, die am besten dazu passt. Das kennen wir, Bestätigungsirrtum haben wir ja schon besprochen, ist eine Form von Selbstbestätigung, aber manchmal werden auch einfach Sachen genommen, weil man dann ein tolles Ergebnis hat. In der Wissenschaft kann man schwer Sachen publizieren, wo drin steht, wir haben nichts gefunden. Typischerweise wird publiziert, dass man irgendeine Korrelation oder vielleicht sogar Kausalität gefunden hat. Und ein Fehler, der sehr weit verbreitet ist und auch, ich glaube, auch in der Öffentlichkeit, aber selbst in der Wissenschaft teilweise noch zu selten reflektiert wird, ist Sampling Bias bei Umfragen. Ich weiß nicht, ob ihr jemals an einer Telefonumfrage teilgenommen habt.
Aber es gibt das immer mal wieder, wenn man noch einen Festnetzanschluss hat oder manchmal mittlerweile auch über Handys, dass Leute einen anrufen und sagen, wir sind vom Forschungsinstitut, wollen Sie uns Fragen beantworten? Ne? Wenn man keine Zeit hat, sagt man vielleicht, nee, habe ich keine Lust drauf. Und dieses Phänomen gab es auch bei der Bundestagswahl. Alle 2017, da haben alle Meinungsforschungsinstitute vorhergesagt, dass die AfD sehr schwach sein wird und die Grünen relativ stark. Und dann kam am Ende raus, ich weiß nicht mehr genau wie, ich glaube so 11% hatte die AfD damals, aber keiner, oder vielleicht sogar noch mehr, aber keiner hatte das vorhergesehen. Alle haben sich gefragt, woher kam das? Wieso haben wir das alle falsch berechnet? Wir haben doch immer diese tollen Umfragen gemacht. Und ein Faktor ist sehr wahrscheinlich, wie sehr sind Wähler der AfD bereit, am Telefon zu antworten, wenn jemand vom System anruft. Ja? Viele AfD-Wähler sind auch Kritiker der Bundesregierung, des Staates oder des Systems. Da ruft dann einer von so einem Meinungsforschungsinstitut an, das sieht man als Teil des Systems, da hat man gar nicht so eine Lust, denen zu antworten. Und da gibt es vielleicht auch nicht die korrekten Antworten. Und das weiß man auch aus Umfragen, Grünen-Wähler sind übereifrig im Beantworten von Fragen. Die wollen unbedingt allen mal sagen, was sie gewählt haben und wie sie zu allen politischen Sachen stehen. Das heißt, jetzt macht man das so, dass man die mal ein bisschen runterrechnet. Also man schaut sich die Daten an, dann muss man sagen, ja, wir wissen, die AfD-Wähler werden nicht so oft antworten. Die kriegen wir einfach nicht in unser Sample rein. Da haben wir einen Bias in die eine Richtung. Und die Grünen-Wähler, wenn sie antworten, oder wenn wir die mal erwischen, antworten auf jeden Fall und sind immer sehr übereifrig. Da müssen wir ein bisschen rausrechnen. Und dann arbeiten die so mit so Daumenregeln und so Faktoren, die natürlich sehr grob sind. Da kann man auch noch daneben liegen. Die haben dann immer so Formeln, wie sie das angleichen. Das sind Erfahrungswerte, aber es ist dann nicht mehr wirklich exakte Wissenschaft, aber man kommt nicht anders ran, man kann nicht alle fragen und selbst wenn man alle fragt, wird man viele haben, die dann nicht antworten wollen. Also man muss immer von einer kleinen Gruppe hochrechnen und hat immer diese Verzerrung, die kriegt man gar nicht raus. Ich mache nochmal so ein bisschen, vielleicht zu dem Sampling Bias noch so mal ein paar, noch ein tieferes Problem, wie diese Umfragen durchgeführt werden, weil mittlerweile liest man jeden Tag von irgendeiner Umfrage, die irgendwer durchgeführt hat. Es hat ein bisschen was damit zu tun, dass es billiger geworden ist, Umfragen zu machen, aber auch ungenauer. Und warum ist das so? Weil es zwei Arten von Umfragen gibt. Die einen heißen, das sind ein bisschen komplizierte Wörter, die einen heißen Wahrscheinlichkeitsstichproben und die anderen heißen Nicht-Wahrscheinlichkeitsstichproben. Ja, nicht so super leicht zu merken. Also die einen sind die Wahrscheinlichkeitsstichproben, sind Zufallsstichproben per Telefon oder wenn man Leute einlädt. Das sind genau die, wo man so einen Anruf bekommt. Da wird zufällig eine Nummer ausgewählt, man ruft die Person an, erfasst die ganzen Daten, macht die Befragung mit der Person, schreibt die in die Tabelle rein und dann fragt man irgendwie 2.000-3.000 Leute. Dann schaut man sich an, ist das repräsentativ für den Bundesdurchschnitt, dann wird das gewichtet. Wenn man ein bisschen mehr Männer gehabt hat, ein bisschen weniger Frauen, muss man die Frauen ein bisschen mit einem Faktor mal nehmen, die Antworten, damit das auf 50-50 ungefähr kommt. Wenn man verschiedene Altersgruppen hat, vielleicht hat man etwas mehr ältere als jüngere Leute, muss man das gewichten. Das ist eine Zufallsstichprobe. Kann man machen, wenn man Leute einlädt zu sich oder wenn man sie anruft. Das ist die eine Möglichkeit. Und die zweite, was häufiger heutzutage gemacht wird, sind sogenannte Access Panels. Da steht im Internet irgendwo eine Webseite, da kann jeder hingehen und für einen Euro oder so kann man da so 40, 50 Fragen beantworten. Oder für 2 Euro. Und wenn man das macht, kann man vielleicht so 10 Euro die Stunde verdienen, indem man einfach Fragen beantwortet. Das ist schon ein bisschen schlauer gemacht, sodass man da jetzt nicht immer auf dasselbe klickt, das merkt das System. Wenn man zu schnell klickt, also automatisch klickt, das merken sie auch. Es gibt dann so eine Zeitverzögerung und so. Die haben schon Mittel rauszufinden, dass das nicht total bogus ist, was die Leute machen. Aber es ist natürlich jetzt nur eine bestimmte Gruppe, die davon weiß und darauf Lust hat, sowas zu beantworten. Von denen kann man auch hochrechnen. Kann man auch nehmen, um das repräsentativ hochzurechnen, aber man hat eine spezielle Selektion. Also wird beides gewichtet nach solchen Faktoren wie Alter, Geschlecht, Einkommen und so, je nachdem, man kann ja ganz viele Sachen abfragen. Und ist ziemlich klar, diese Wahrscheinlichkeitsstichproben sind teuer. Da braucht man eine Forscherin und einen Forscher, die müssen diese Anrufe machen, das ist unglaublich frustrierend, ja, jeder 20. oder so will überhaupt nur reden. Dann muss man das händisch oft irgendwo eingeben, auswerten und so. Das ist frustrierend, aufwendig, man kriegt wenig Rückmeldung, kostet Zeit, Aufwand, Geld. Access Panels, die im Internet sind,
sind relativ preiswert. Da muss man einfach nur warten, bis da genug geantwortet haben. Geht schnell, muss sich keiner drum kümmern, hat man gleich alles elektronisch. Ist erstmal verlockend einfach. Aber das zeigt die Forschung, wenn man die vergleicht, es gibt halt eine starke Selbstselektion der Versuchspersonen. Man hat nur eine bestimmte Gruppe von Leuten, die das machen. Und selbst wenn man von denen hochrechnet, ist auch jemand mal dabei, der etwas älter ist und mal jünger und Mann und Frau. Man findet die schon, aber es ist trotzdem aus der Gruppe aller gibt es einen starken Faktor, nämlich die, die darauf Lust haben. Und die haben vielleicht bestimmte Merkmale oder Persönlichkeitsmerkmale, Eigenschaften und so weiter. Und dann kann man das vergleichen und es zeigt sich auch, die haben die stärksten Verzerrungen von dem tatsächlichen Wert. Also wenn man das testet, bestimmte tatsächliche Werte, die man kennt, da macht man zwei Stichproben, die eine mit den Anrufen, die andere selbst selektiert im Internet und dann guckt man, wie weit ist das von dem tatsächlichen Wert entfernt. Und am weitesten sind diese Nicht-Wahrscheinlichkeitsstichproben, wo man einfach irgendwen sagt, ja, füll mal aus im Internet. Also es ist ein großes Problem und wir sehen das ständig, dass irgendwelche, selbst die Bundesregierung gibt solche Umfragen in Auftrag, gibt dafür Geld aus bei Instituten. Es gibt ganz viele neue Institute, die das machen. Man muss sich dann auf die verlassen, aber es ist halt immer mit großer Vorsicht zu genießen. Warum macht man das überhaupt auf diese beiden Weisen? Da gibt es eine große Debatte, nicht nur in Deutschland so, ist überhaupt auf der ganzen Welt wird ja immer mehr ermittelt, weil man genau diesen Trade-off hat, diese Abwägung zwischen Präzision und Kosten. Hohe Präzision ist teuer, hat aber oft nicht so viel Geld. Man kann nicht riesige Geldmengen ausgeben, um da viele Forscher tagelang, wochenlang, monatelang zu beschäftigen, um da Anrufe zu machen. Das ist einfach zu aufwendig. Die anderen Sachen sind relativ preiswert zu haben. Und das ist aber verführerisch, weil man dann vielleicht nicht so gute oder sehr wahrscheinlich nicht so gute Daten bekommt, nicht so präzise Daten. Und noch schlimmer, sage ich nur noch kurz dazu, aber das sieht man mittlerweile auch noch, sind so Umfragen in den Medien. Wir sind mal an den Alex gegangen, haben mal 100 Leute gefragt, wie findet ihr das mit dem Heizungsgesetz? Ja, absolut aussagelos. Ja, das ist noch nicht mal hochgerechnet oder wir haben so nicht mehr versucht, das repräsentativ zu machen. Das sind einfach irgendwelche 100 Leute. Das ist so, als ob man sagt, ja, in meinem Freundeskreis finden das alle gut. Ja, sagt überhaupt nichts aus für den Rest der Bevölkerung. Unseriös, aber wird auch gemacht. Ne? Suggeriert, da war eine Befragung, ist aber nicht wissenschaftlich, noch nicht mal in dem minimalen Sinn einer Befragung. Vielleicht hier kurz eine Pause. Fragen zu Sampling Bias in Umfragen. Ich habe nachher noch so zwei, drei Beispiele für so dramatische Umfragen, die es so in den letzten Jahren gab, wo man erst denkt, ist ja krass, ist ja schlimm. Meistens sind schlimme Dinge gewesen. Und dann denkt man sich, ah, okay, schauen wir uns mal genauer die Daten an, dann sieht man, was passiert, wenn man auf diese Nicht-Zufallsstichproben, auf diese Nicht-Wahrscheinlichkeitsprobenverzeihung sich verlässt. Also aufpassen, ne? Wenn man sowas liest, wir haben eine Umfrage gemacht, muss man sich genauer angucken, wo kamen die her, wie ist die ausgewertet worden. Sampling Bias. Ich glaube, es gibt dieses Phänomen auch in anderer Form in den gesellschaftlichen Diskussionen in den klassischen Medien, weil viele Leute, die in den klassischen Medien arbeiten, sind bei Twitter. Auf Twitter, das weiß man, werden bestimmte Sachen diskutiert, die den Rest der Bevölkerung relativ egal ist. Aber die Leute machen ja nicht ständig Umfragen, was sind wichtige Themen, die wir jetzt in den klassischen öffentlich-rechtlichen Medien bringen müssen, sondern sie gucken so ein bisschen, was machen meine Kollegen und Freunde. Oh, die diskutieren gerade dieses Thema X, ganz wichtiges Thema, da müssen wir jetzt was dazu machen. Und dann wundern sich manchmal die Leute, dass das keinen anderen so richtig interessiert oder dass das so ein Nischen-Spezialthema ist. Aber man hat halt diese Verzerrung, ja, weil die Leute, auf die man rekurriert, ist eine ganz kleine Auswahl von politisch sehr aktiven, hochgebildeten, journalistisch interessierten Kolleginnen und Kollegen oft, die sich miteinander unterhalten. Dann kann man so ein Thema hochgehen. Heißt überhaupt nicht, dass das den Rest der 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland interessiert oder dass sie glauben, dass es das ein wichtiges Thema ist. Das ist auch eine Form von Sampling Bias. Man hat die falsche Stichprobe, nur seine hochgebildeten, politisch interessierten Freundinnen, Freunde, Arbeitskollegen, Kolleginnen, aber nicht einen guten Querschnitt durch die Gesellschaft.
Bei Amazon-Bewertungen gibt es das auch. Ne, wenn man guckt manchmal so bei Produkten und sieht, oh, 5, 6 richtig, richtig schlechte Bewertungen. Man ist halt viel stärker incentiviert, wenn was richtig schlimm war, was zu schreiben, um sich so ein bisschen die Wut also um Dampf abzulassen, aber man ist nicht so stark incentiviert, jetzt immer, wenn man was ganz okay oder ganz gut fand, auch noch eine Bewertung zu schreiben. Ja, man hat so eine Negativverzerrung. Wenn es ganz schlimm war, schreibt man auf jeden Fall was. Also sieht man eher bei so Yelp oder bei Bewertungen, Amazon, egal wo was bewertet wird, auch ein paar von diesen ganz schlimmen Erlebnissen, weil die Leute einfach ihrem Ärger Luft machen wollten. Und ein Beispiel aus meinem eigenen Studium ist, ich wurde, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, wurde ich angerufen und da sollte ich ein paar Fragen zu beantworten, wie mein Studium war. Es ist alles gut gelaufen, ich wurde gut betreut, hat mir auch Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, war alles super. Und dann habe ich mal gefragt, wie ist denn insgesamt so die Rückmeldung? Und meinten die, ja, total toll, die Rückmeldung. Ja, alle, die sich da rückgemeldet haben, sind total begeistert vom Studium. Ich habe mich damals noch nicht so mit Statistik und sowas beschäftigt, aber da hätte mir eigentlich schon klar sein müssen, warum ist das so? Weil die Leute, die es blöd fanden an der Uni, haben keine Lust, dann auch noch mal eine halbe Stunde mit irgendwem darüber zu reden, von der Uni, wie blöd es war, sondern die haben dann einfach aufgelegt oder sind auch durch das System durchgeschlüpft, weil man gar nicht gesehen hat, ob die jetzt einen Abschluss gemacht haben. Früher konnte man das gar nicht so richtig verfolgen. Also das ist dieses Phänomen. Alle, die wir gefragt haben, lieben es, Befragungen zu beantworten. Wahnsinn. 99,8% von denen, die wir gefragt haben, sagen, sie lieben es, Befragungen zu beantworten. Ja? Klassischer Fall von Sampling Bias. Jetzt gibt es aber auch nochmal dieses Phänomen, wenn Daten publiziert werden. Also angenommen, wir haben die Daten jetzt zwar auf die richtig gute, wir haben keinen Sampling Bias, wir haben es auf die richtig gute Weise gewonnen, mühsam, experimentell oder in Umfragen, haben jetzt ein Ergebnis. Und auch da ist es wieder so, spannende Ergebnisse werden publiziert, die starke Effekte herausfinden oder nachweisen. Das hat sich mittlerweile geändert, aber noch bis vor kurzem wurde nichts veröffentlicht, wo geschrieben wurde, wir haben dasselbe nochmal gemacht, kam nichts raus. Dabei ist das genauso wichtig, weil es einfach sein kann, stellen wir uns vor, zwei Faktoren sind nicht miteinander korreliert. Wir gucken uns immer an, wie die zusammen auftauchen. Wir haben eine sehr, sehr lange Datenreihe. Wir nehmen den Abschnitt, da könnte sein, dass es so aussieht, als ob es eine positive Korrelation gibt. Hier sieht es so aus, als ob es gar keine gibt. Und hier gibt es vielleicht eine negative. Und wenn ich jetzt schon einem Problem auf der Spur bin und sage, oh, ich habe die positive Korrelation gefunden, ist das besondere Ergebnis. Das wird dann eher publiziert. Die gleiche Datenreihe macht der nächste macht das wieder so einen Versuch. Das erste Team macht das, das zweite Team macht das, das dritte Team macht das. Und schon wieder wird das publiziert, was das eine Team rausgefunden hat. Und so kann dann der Eindruck entstehen, am Ende haben wir vielleicht 20, 30 Paper, die alle einen Effekt zeigen, weil einfach die anderen gar nicht publiziert wurden, um das auszugleichen. Keiner hat irgendwas falsch gemacht. Die Daten sind halt manchmal so. Ne? Die sind zufällig korreliert. Man kann die nicht beliebig groß machen. Und dann hat man manchmal einen Effekt gefunden, obwohl vielleicht gar keiner da war. Nennt man manchmal Fluch des Gewinners. Das ist bei Auktionen auch so. Der am Ende bei der Auktion, wenn man bietet, ne, mit der Hand auf Kunstwerke, der am Ende das Kunstwerk kauft, kauft es ein bisschen zu teuer. Wenn man alle Menschen im Raum fragen würde, wie viel bist du bereit zu geben, hat man ziemlich gut den Marktwert. Aber es bekommt natürlich nicht der Mittelwert, sondern der den höchsten Wert gibt. Das heißt, overshooten, drüber zu liegen, ist sehr wahrscheinlich. Es gibt natürlich auch mal welche, die irgendwas entdecken, was keiner gesehen hat. Und das hat dann einen wahnsinnigen Wert. Das hat dann nur der Experte die Experte entdeckt. Aber im Mittel ist das so. Und bei den Journals ist es genauso. Ne? Sie nehmen immer die besonders toll sind. Aber wenn wir eine Normalverteilung haben, dann sind hier die besonders toll sind, hier die ein bisschen uninteressant sind und hier die, wo was ganz anderes, das Gegenteil vielleicht rauskommt. Aber wir nehmen immer nur die hier sind. Also wir haben da auch einen Bias. Das wiederholt sich nochmal bei den Medien, weil die dann sich nochmal fragen von den ganzen Forschungsergebnissen. Vieles ist ja gar nicht so medial relevant, gesellschaftlich relevant. Aber manche Sachen stechen so raus. Wann sterben Musiker? Das ist ein Hot Topic. Ja?
kann man schön bebildern. Alle kennen irgendwelche Musiker und Genres. Leben und Tod ist ein wichtiges Thema. Es hat popkulturelle Bezüge. Das geht dann viel, viel eher in die Medien. Aber die nehmen wiederum von dem Selektierten nochmal eine Selektion. Und dann landen manchmal Themen in den Medien, die durch so zwei riesige Selektionsfilter gegangen sind und gar nichts mehr zu tun haben mit dem, was tatsächlich in der Welt passiert. Also Publication Bias und Media Bias ist ein Spezialfall davon, weil was kommt überhaupt in die Publikation, also was wird überhaupt veröffentlicht und was wird davon nochmal breiter rezipiert. Ja, ziemlich krass. Ah ja, vielleicht bis dahin kurz Pause. Hier noch Fragen zu diesen Selektionsproblemen. Ja. Vielleicht, was könnte man denn machen, um dagegen zu steuern? Ich will in der allerletzten Sitzung ein bisschen darüber sprechen, wie man sich schützt gegen diese Form der Irre, also in diese Form der Manipulation oder dass man in die Irre geleitet wird, manchmal absichtlich, manchmal oft auch unabsichtlich. Es gibt in der Wissenschaft mittlerweile schon Methoden, um das zu verhindern. Also es gibt zum Beispiel Experimente, die vorher angemeldet werden müssen jetzt. Da wird gesagt, das wollen wir rausfinden, das wird angemeldet, akzeptiert und dann wird die Untersuchung gemacht. Dann kann es nicht passieren, dass man einfach dreimal die Daten durchlaufen lässt und wenn das beim dritten Mal die Daten passen, nimmt man die. Ja. Es gibt die, habe ich ja jetzt schon mal erzählt, diese Replizierungskrise, dass jetzt große Forschungsteams auch aus verschiedenen Unis gesagt haben, wir tun uns zusammen und schauen die berühmten, wichtigen Ergebnisse, wir überprüfen das nochmal mit größeren Datenmengen nochmal sehr genau, sodass man jetzt nicht auch eine Konkurrenzsituation hat, dass man sagt, wir wollen mehr Publikationen haben, sondern dass man einfach sagt, wir machen eine große Kooperation aus vielen Universitäten weltweit und überprüfen das nochmal. Also das sind so zwei Beispiele, wo man zeigen kann, wie man das gemacht hat. Die Daten müssen natürlich auch offengelegt werden, können überprüft werden von allen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Es gibt auch, ich kenne mich da nicht aus, wie das Statistiker machen, aber es gibt auch rein mathematische Mittel, um rauszufinden, ob es sowas gibt wie ein Publication Bias oder auch Data Biases. Also es gibt bestimmte, frage ich mich jetzt zu viel, wenn ich das erklären müsste, aber man kann es anhand mathematischer Merkmale erkennen, dass es wahrscheinlicher ist, ob die Daten auf natürliche Weise zum Beispiel entstanden sind oder ob jemand nachgeholfen hat, ob das der falsche Ausschnitt war oder ob es dann, wenn man so Metastudien macht und sich, also eine Studie über andere Studien, man guckt sich dann so 50 Studien zu dem Thema an und schaut, kann das überhaupt sein, dass der Effekt immer so stark war bei einer bestimmten Verteilung von Größen. Und auch da gibt es manchmal Hinweise, dass es da Publication Bias gibt, ne? Dass man da nochmal genauer nachschauen müsste. Ja? Vielleicht müsste man das irgendwie mehr belohnen oder irgendwie honorieren. Wir haben nichts rausgefunden. Ja, guter Punkt. Auch wird auch gemacht. Man honoriert jetzt mehr und belohnt, wenn keine Ergebnisse gefunden wurden, weil das jetzt auch publiziert wird. Ne? Früher wurde es eher nicht publiziert und nur sehr selten, wenn es wirklich was Berühmtes widerlegt hat. Aber das wird jetzt mittlerweile auch gemacht, dass die Leute einfach sagen, das ist auch ein Ergebnis zu sagen, es gibt zwischen denen bei dieser großen Studie keinen Effekt. Wenn ihr einen findet, müsst ihr es halt zeigen, aber wir haben jetzt keinen Effekt gefunden. Also das sind so, es gibt sicherlich noch mehr, aber das ist so jetzt aus dem Kopf die Sachen, die mir einfallen, als Antwort vor allem auf diese Replizierungskrise vor etwa 15 Jahren, als das immer deutlicher wurde, dass es diese Probleme gibt. Es gibt noch ein Paradox, das heißt Simpsons Paradox. Und das ist, dass man sich manchmal eine Teilmenge anschaut und denkt, das ist repräsentativ für die Gesamtheit. Es ist eigentlich wieder dasselbe Phänomen, aber es ist nur interessant, weil das eine große Diskussion gab 1973 bei der Zulassung zur Universität Berkeley. Berkeley gehört zu dem Verbund der kalifornischen Universitäten. Es ist keine Privatuni, aber eine der führenden staatlichen Universitäten. Und die haben im Jahre 1973 festgestellt, es haben sich damals 8.442 Männer beworben und 4.321 Frauen, aber es wurden 44% der Männer und 35% der Frauen nur zugelassen zum Studium. Heute sind die sehr, sehr viel selektiver noch, also die Quoten sind geringer. Aber damals war das so, ne? Es war auch die 70er Jahre, da haben noch nicht ganz so viele Frauen wie Männer studiert insgesamt. Und der Verdacht war natürlich, das ist Diskriminierung. Ja, irgendwas in diesem Prozess
führt dazu, dass mehr Frauen abgelehnt werden als Männer. Das war erstmal der erste Verdacht, wenn man diese Zahlen so sieht. Warum sollte das sonst so sein? Kann sich als erstes anschauen, sind die Durchschnittsnoten zum Beispiel unterschiedlich, waren sie aber nicht. Ja, also daran kann es nicht gelegen haben. Und jetzt wollten sie dem auf den Grund gehen und wollten herausfinden, warum war das denn so, dass es diesen Unterschied gab. Und das ist jetzt ein bisschen schematisch formal dargestellt. Das sind die Departments, wo Leute sich bewerben. Also sagen wir mal, hier ist Elektroingenieur, Kunstgeschichte, Psychologie, was weiß ich, Literatur und Mathematik. Ja? Also wir haben verschiedene Fächer, wo man sich bewerben kann. Und das Interessante ist, was die rausgefunden haben, ist, wenn man sich die einzelnen Fächer anschaut, dann war es sogar so, dass Frauen so ein bisschen häufiger genommen wurden als Männer, aber sie haben sich tendenziell bei Fächern beworben, die sehr umkämpft waren. Also wenn man sich A anschaut, sagen wir mal, das ist Elektroingenieurswissenschaft, ja? Dafür interessieren sich jetzt sehr viele Männer und nicht so viele Frauen. Es werden deutlich mehr Frauen als Männer zugelassen. Ne? Von 108 Frauen wurden 82 zugelassen von den Männern, in der ersten Spalte, Zeile A. Von den Männern wurden nur 62% zugelassen. Von vielen Bewerbern. Wenn man sich jetzt aber C und E anschaut, sieht man auch viele Bewerber, aber die Frauen haben sich da deutlich häufiger beworben. Also Männer werden ein bisschen häufiger hier bei E und bei C genommen als die Frauen, aber nur unwesentlich mehr. Aber das sind halt, sagen wir mal, Psychologie und Kunstgeschichte sind eher Fächer, die Frauen ein bisschen häufiger studieren oder deutlich häufiger als Männer. Und wenn man das jetzt aufs Gesamte mittelt, waren Frauen nicht benachteiligt, aber in den Fächern, die sie mehr interessiert haben, haben sich einfach mehr beworben und wurden deshalb auch mehr abgelehnt, obwohl sie im Verhältnis nicht mehr abgelehnt wurden. Das heißt, es kann sein, dass es am Ende so rauskommt, dass zwar mehr Frauen als Männer abgelehnt wurden, aber wenn man jedes einzelne Fach anschaut, wo sie sich beworben haben, kann man keine Diskriminierung erkennen. Hätten sie sich für andere Fächer interessiert oder hätten die Männer sich für andere Fächer interessiert, wären andere Zahlen rausgekommen. Also es hatte nichts mit dem Geschlecht zu tun, zumindest konnte man das mit den Zahlen nicht nachweisen. Also es war keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, sondern es war eine Selektion, die über die Fächer ging, weil sehr umstrittene Fächer, sehr umkämpfte Fächer eher von Frauen nachgefragt wurden. Wurden sie da auch häufiger abgelehnt, aber sie wurden insgesamt nicht häufiger abgelehnt. Also pro einzelnes Fach im Vergleich, aber dann auf die Gesamtmenge schon. Simpsons Paradox. Also auch was mit Selektion zu tun, ne? Die Selektion geht diesmal über die Fächer. Soweit klar, okay. Und noch zwei Sachen, die haben jetzt nichts direkt mit Selektion zu tun, aber das kommt auch sehr oft vor oder ist auch so typisch, vor allen Dingen bei Umfragen. Das erste nennt man Beobachtereffekt. Das kennt man so ein bisschen aus der Arbeitsmarktforschung. Leute kommen in irgendeinen Betrieb und sagen sowas wie, arbeiten Sie mal ganz normal weiter, wie Sie sonst arbeiten, wir beobachten Sie nur ein bisschen dabei. Und wenn man das sagt, arbeitet man natürlich nicht so, wie man normalerweise arbeitet. Oder wenn ich ins Labor gehe und dann wird mir gesagt, du musst jetzt eine Matheaufgabe lösen im Labor, weiß ich, jetzt gucken mir da irgendwie vier Leute im Kittel zu oder hinter der Scheibe sitzt das Forscherteam, ich muss alles richtig machen. Das verändert natürlich sofort die Situation. Wenn man versucht, heute auch sogenannte natürliche Experimente durchzuführen, dass man versucht, Daten aus Situationen zu generieren, wo die Leute gar nicht wissen, dass sie untersucht werden oder von Geschehnissen in der Welt, die man dann so auswerten kann, als sei das ein Experiment gewesen. Das gibt es auch manchmal. Das versucht man immer mehr. Ist halt aber auch wiederum sehr schwierig und zeitaufwendig. Aber das ist ein typischer Effekt durch die Beobachtung, dass man sich beobachtet fühlt oder weiß, ich muss jetzt hier antworten, verändert man sein Verhalten. Man kann auch sehr aufblühen oder sehr fokussiert sein, was man normalerweise nicht ist. Aber es könnte natürlich auch sein, dass es einen einschränkt in der Art und Weise, wie man zum Beispiel irgendeine Performance
gibt, Mathe oder eine Arbeitsperformance. Und dann gibt es noch ein Phänomen, das ist auch sehr häufig, das ist auch schwer wegzubekommen, nennt man Urteilsverzerrung durch soziale Erwünschtheit. Social Desirability Bias. Also wenn man Leute fragt, wie oft lügen sie am Tag, sagen sie ja nie. Ja. Oder haben sie schon mal im Hotel ein Handtuch mitgehen lassen? Sagen alle Leute, nee, habe ich noch nie gemacht. Ständig verschwinden Handtücher in Hotels. Wie kann das sein? Verschwinden viele Handtücher. Die Leute sagen aber immer, ich klaue keine Handtücher. Ja, und offenbar gibt es so eine Art soziale Erwünschtheit. Also vor anderen, aber auch vor sich selber möchte man gerne in einem guten Licht erscheinen. Ja, man möchte irgendwie dieses Ich-Ideal erhalten. Das ist auch ein bisschen eine kognitive Dissonanz, hatten wir auch schon. Man möchte sich selber nicht vor Augen führen, dass man was geklaut hat. Nee, habe ich eigentlich nicht gemacht. Also entweder möchte ich sich selber nicht eingestehen oder den anderen nicht. Und deshalb sind bestimmte Fragen, die man stellt, könnten verzerrt sein. Also es könnte sein, dass man Antworten gibt, die nicht die wirklichen Überzeugungen und Absichten wiedergeben. Und es gibt eine Möglichkeit, die manchmal auch schon getestet wurde, wie man das mindern kann, diesen Effekt, wenn man Leute an so eine Maschine anschließt und sagt, das ist ein Lügendetektor. Also wir wissen auf jeden Fall, wenn du lügst, ist kein wirklicher Lügendetektor, ne? Ist eine Attrappe. Aber wenn Leute glauben, dass Lügen sinnlos ist, weil es der andere eh merkt, geben sie natürlich eher richtige Antworten. Also da kann man den Effekt dann auch messen. Social Desirability Bias. Du hast dich gemeldet? Nee. Oder? Habe ich gerade eine Hand gesehen vorhin? Gut. Machen wir hier auch nochmal eine kurze Pause. Fragen zu Urteilsverzerrung in der Wissenschaft. Selektion war das Hauptthema und noch andere Effekte, vor allen Dingen bei Umfragen. Dann habe ich jetzt noch so ein bisschen Beispiele mitgebracht, bei denen irgendein Interesse oder eine Ideologie jetzt im weitesten Sinne, ja, also wieder dieses Motivated Cognition, man hat ein Interesse, eine Motivation, etwas auf eine bestimmte Weise zu präsentieren. Ich wollte mir noch mal so ein paar von so typischen Umfragen, Studien, Informationen, die so rumgeisterten, so auch in den Medien in den letzten Jahren anschauen und dann kann man sich ja mal genau anschauen, was ist da eigentlich schiefgelaufen. Das erste hatten wir ja schon, das war dieses Beispiel mit, nennt man Greenwashing, kennt ihr wahrscheinlich, ne, den Ausdruck, also wenn Firmen sich als klimaverträglicher und ökologisch verträglicher darstellen, als sie tatsächlich sind. Also das ist wie reinwaschen, man gibt sich nicht eine weiße Weste, sondern eine grüne Weste in dem Sinne, man macht Greenwashing. Also mit bestimmten Themen stellt man sich dar, ohne dass man die vielleicht selber erfüllt. Es gibt ganz viele Washings, Pinkwashing, Purplewashing und so weiter. Aber Greenwashing ist dieses typische Beispiel. Eine Firma sagt, wir sind gar nicht so klimaschädlich, wie wir vielleicht auf den ersten Blick aussehen. Und das war einmal dieses Magazin, ne, von diesem Erdölkonsortium, die so ein bisschen suggerieren wollten, die Lage ist doch ganz gut. In der Schweiz. Es gab so etwas Ähnliches, und zwar habt ihr vielleicht mitbekommen, eine Klimastudie von Nestle kam 2021 raus, ne? Also ein großer Lebensmittelhersteller, und die haben eine Klimastudie gemacht, wo sie Leute erstmal so gefragt haben, was möchtest du denn so in deinem persönlichen Leben ändern in Anbetracht des Klimawandels. Und dann sagen die Leute auch schon so etwas wie, ja, ich will ein bisschen weniger fliegen, und weniger Fleisch essen und ich achte auf nachhaltigen Konsum und so weiter. Also diese typischen Antworten, die man gibt. Und das Interessante war an der Studie, also Studie, war, dass sie sehr stark darauf fokussiert haben, was Verbraucher so machen und wie Verbraucher denken. Das ist vollkommen legitim, natürlich Leute zu fragen, was denkst du, wie möchtest du dich in deinem privaten Umfeld, Alltag so verhalten? Aber sie haben mit keinem Wort erwähnt, dass der Haushaltskonsum nur etwa 2% des CO2-Ausstoßes ausmacht.
Das sind die Daten zum Beispiel, die in Deutschland ermittelt wurden. Während Industrie, Landwirtschaft und Handel, wo Nestle unterwegs ist, natürlich nicht als einzige Firma, da gibt es viele Firmen, ne, aber da, wo die Produkte hergestellt werden, industriell gefertigt werden und dann in den Handel kommen, verbraucht etwa 30% oder trägt zu 30% zum Gesamtausstoß bei. Ne? Kann man jetzt nicht ganz eins zu eins vergleichen, aber die Suggestion war ein bisschen an dieser Geschichte nicht zu sagen, na, die Industrie ist in der Verantwortung, sondern es wurde suggeriert, da gibt es die Einzelpersonen, du als Konsument kannst dir doch mal überlegen, was du besser machen kannst. Mit keinem Wort wurde erwähnt, was vielleicht die Industrie besser machen könnte, damit es weniger Ausstoß von Treibhausgasen gibt. Ja? Da finde ich es ein bisschen schwierig, die beiden Sachen voneinander zu trennen, weil wenn Landwirtschaft, Handel 15 Mal so viel CO2 ausstößt wie der Haushaltskonsum, dann können doch zumindest Leute, die irgendwas kaufen, weil die Industrie, die stellt doch Dinge her, was Leute auch kaufen. Klar. Und Landwirtschaft und Handel auch. Ja. Das heißt, du müsst, du sagst, der Abdruck, also man kann, du würdest sowas sagen wie, naja, wenn alle Produkte am Ende bei den Konsumenten landen, sind die einfach nur am Ende einer großen Kette, die zu ihnen hinführt, ne, könnte man sagen. Dann kann man nicht sagen, dass es zwei, das ist jetzt auch einfach nur so ein bisschen die Richtzahlen, aber natürlich ist die Frage, wenn alle ihr Verhalten ändern würden, würde sich es insgesamt ändern, aber man kann sich natürlich trotzdem fragen, könnte die Industrie, wie viel kann sie übernehmen, um zum Beispiel Ökostrom zu verwenden oder bestimmte Industrie, bestimmte landwirtschaftliche Zweige zu fördern, die weniger Verbrauch produzieren. Aber die Industrie bedient ja im Kapitalismus Interessen, Verbraucherinteressen auch. Ja. Und mal angenommen, irgendwie, wir hatten es vorhin, Gebäude zu errichten, verbraucht unheimlich viel Energie. Ja. Und jetzt fragt Nestle, was würden Sie gerne ändern, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren? Naja, ich ziehe aus meiner Wohnung und baue mir irgendwie eine Hütte aus Stroh oder wo es wärmer ist. Dann würde der industrielle CO2-Ausstoß auch zurückgehen. Ein bisschen zurückgehen, ja. Also genau, es gibt, das ist eng verknüpft, man kann das nicht genau gegenüberstellen. Ich wollte nur einfach von den Größenverhältnissen zeigen, es ist sicherlich so, wenn man da ein Projekt hat, dann würde man sagen, Industrie und Verbraucher müssen zusammenarbeiten. Und natürlich, wenn kein Verbraucher mehr ein Produkt kauft, dann verschwindet das vom Markt. Dann kann die Industrie auch nichts machen. Aber die Suggestion dieser gesamten Studie war so, wir fokussieren sehr stark auf den Verbraucher und nicht darauf, wie kommt es beim Verbraucher an. Und natürlich gibt es Möglichkeiten, es gibt verschiedene Anbieter und der eine verbraucht weniger CO2 als der andere und hat dann vielleicht nicht so große Gewinnmargen. Es gibt schon Möglichkeiten, auch auf der industriellen Seite die CO2-Belastung zu mindern. Ja, da ganz da hinten. Ja, das ist nochmal ein guter Punkt. Ich hoffe, ich kann es gut zusammenfassen. Also der Punkt ist, sowohl Industrie als auch Verbraucher haben eine Verantwortung, aber der Verbraucher ist nicht so gut informiert, teilweise falsch informiert und vielleicht kann man so zuspitzen, die Industrie hat auch oft einen sehr viel größeren Hebel, weil sie der Impact viel, viel größer ist von einem großen Industriezweig oder von einem großen Unternehmen als von einem Einzelnen. Ne? Also auch wenn man sagen kann, beide haben eine Verantwortung, gibt es halt diese Unterschiede in den Effekten. Du wolltest noch? Ja, das ist vielleicht ein bisschen spitzfindig, aber ich meine, es ist ja auch etwas,
wollen Sie tun, um daran was zu ändern? Naja, ich wähle eine Partei, die sich dafür einsetzt, dass wir besser informiert sind. Ja. Oder ich wähle eine Partei, die die Industrie und Landwirtschaft und Handel in die Pflicht nimmt und CO2-generierende Produkte gar nicht mehr so in dem Maße hergestellt sind. Ja. Das ist dann sozusagen vorgelagert, bevor das Produkt überhaupt entsteht. Also das ist auch nochmal ein Punkt, ne? Also als mündiger Bürger bin ich eigentlich verpflichtet, mich zu informieren und auch die Parteien zu wählen, die dafür sorgen, dass Druck ausgeübt wird. Aber vielleicht kurz als Antwort darauf, man kann, also es ist eine große Diskussion, müsste man eigentlich eine eigene Vorlesung dazu machen. Aber man kann sich fragen, wie viel Zeit und Energie hat man, um sich so gut zu informieren, dass man weiß, was man kaufen und nicht kaufen kann? Wie transparent sind Lieferketten, Herstellungsmechanismen, wie transparent sind die Quellen und die Mittel, die eingesetzt wurden. Also wie der Kommentator schon gesagt hat, auch da gibt es viel Etikettenschwindel. Und wie viel kann man dem Einzelnen zumuten, an Informationskosten und Verantwortung zu stecken? Und vielleicht kann ich noch dazu sagen, weil ich auch dazu die Forschung so ein bisschen kenne, selbst die Leute, die gut informiert sind und sagen, ich möchte mein Verhalten ändern, machen es dann am Ende doch nicht oder nicht so stark, wie sie sagen. Also Verhaltensänderungen, kommt noch dazu, es sind einfach auch schwer. Ja? Es ist, also zu sagen, aktiv zu sagen, das esse ich jetzt nicht mehr oder das bestelle ich nicht mehr oder das mache ich nicht mehr. Ne? Es gibt diese Menschen, die das können, aber es ist nicht so, dass es jetzt ganz breit etwas ist, wo wir sagen, von heute auf morgen machen wir das. Es dauert lange. Ne? Das sieht man immer, wenn man so sagt, ich möchte mehr Sport machen. Am 1.1. gehen alle ins Fitnessstudio und nach 2 Wochen hören alle auf, Sport zu machen. Oder wenn ich sage, ich möchte weniger, mich gesünder ernähren und diese ganzen Sachen. Man macht es dann am Ende doch nicht. Also es ist, Verhaltensänderung ist schwer. Aber es ist ein kompliziertes Thema. Ich wollte noch mal auf was anderes hinaus, weil ich noch so ein paar andere, glaube ich, interessante Beispiele habe. Es gab auch noch was, das war, glaube ich, so, das ist so 4, 5 Jahre her. Da hat die, oder na, länger, 2016, 17, also was ist das jetzt, 7 Jahre sogar her. Da gab es eine Firma, die hieß Cambridge Analytica. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Und die haben behauptet, sie hätten Microtargeting auf Facebook gemacht. Mit Microtargeting meint man Werbung, die auf Einzelpersonen zugeschnitten sind. Und sie hätten den Wahlausgang zugunsten von US-Präsident Trump beeinflusst. Also sie hätten sich genau die Leute rausgesucht auf Facebook, die noch unentschieden sind, hätten die ausgemacht und sie dann so bespielt mit Pro-Trump-Werbung oder contra Hillary Clinton damals, dass das diese entscheidenden 2% oder 1-2% waren, die Trump dann geholfen haben. Und ich sage nicht, dass das nicht grundsätzlich möglich ist. Es gibt auch Forschung dazu. Man kann relativ viel machen inzwischen mit Microtargeting und kann auch relativ viel rauslesen aus Profilen. Also wir wissen mittlerweile schon aus der Forschung, Algorithmen sind da mittlerweile schon sehr, sehr gut darin, von normalen Facebook-Profilen alles Mögliche richtig anzugeben. Besser inzwischen sogar als Menschen. Aber der Punkt war, als sie das verbreitet haben, gab es überhaupt keinen Beleg, dass sie das geschafft haben. Es gab keine Kontrollgruppe und ihre Gruppe, die sie da bespielt haben, um zu sehen, ah, schaut mal, die wir nicht bespielt haben, die haben alle Clinton gewählt oder zu einem gewissen Teil. Aber wenn wir die Vergleichsgruppe, die in allen Punkten ähnlich war, wenn wir die bespielt haben mit der richtigen Werbung, genau wie man das macht, dann haben die plötzlich Trump gewählt. Es war eine pure Behauptung. Sie haben tatsächliche Forschung imitiert. Es gab tatsächlich lustigerweise in Cambridge 2 Forscher, einer heißt Stilwell, Kuczynski heißt der andere, die haben tatsächlich es geschafft, für bestimmte Produkte durch das Auslesen von Profilen haben sie es geschafft, dass Leute bestimmte Produkte kaufen. Also man hat dann zum Beispiel Kosmetik verkauft an Frauen und die extrovertierten Frauen haben die eine Werbung bekommen und die introvertierten die andere. Und sie haben mehr verkauft, als wenn sie eine generische Werbung für alle gemacht haben. Also man kann schon so Targeting machen. Das funktioniert auch bei bestimmten Dingen, die wir vor allen Dingen schnell kaufen, bei so kleineren Sachen. Ne? Ob ich einen Lippenstift kaufe oder einen Apfel oder ein neues Paar Turnschuhe, das geht ziemlich schnell. Das sind auch jetzt keine großen Konsumentscheidungen. Aber es gibt bisher noch keine guten Daten, die zeigen, man kann Leute in ihren politischen Entscheidungen stark beeinflussen, also stark genug, um so einen Effekt zu haben. Das haben die einfach behauptet, aber sie haben natürlich so ein bisschen sich auf Forschung bezogen, dann sogar mit dem Namen Cambridge suggeriert, dass es da eine Nähe gibt. Und am Ende hat sich herausgestellt, sie wollten eigentlich ihre Software verkaufen an andere populistische Parteien oder an populistische Parteien, die sozusagen Trump zum Vorbild nehmen wollten in Europa.
in fast jedem Parlament sitzen die inzwischen. Das war eigentlich die Idee dahinter. Und interessanterweise haben, weil alle irgendwie das faszinierend fanden, gab es darüber relativ viel Medienberichte und keiner hat da mal kritisch hingeschaut. Also die eher progressiven Journalisten haben gesagt, oh Gott, das ist gefährlich. Oder vielleicht sogar deshalb ist Trump präsident geworden, weil man sich es anders nicht erklären konnte. Also die haben das ein bisschen als Abkürzung des Denkens verwendet. Und natürlich haben die anderen, vor allem die populistischen Parteien, gehofft, oh, da haben wir jetzt eine Wunderwaffe. Wenn wir das bekommen, dann kriegen wir noch viel, viel mehr Wählerstimmen. Und beides war einfach nicht belegt. Aber sie haben damit ganz gute Werbung gemacht und haben so getan, als hätten sie da wissenschaftlich etwas wirklich untersucht und angewendet. Dazu noch Fragen? Das sind ja sozusagen, waren jetzt gerade ein bisschen die Bösen auf der einen Seite, also die zum Beispiel die also Greenwashing machen, ne, oder ihre Produkte verkaufen wollen. Es gibt diesen Effekt in der Wissenschaftsvermittlung, aber auch auf der progressiven Seite. Das hat auch einen Namen, nennt man White Hat Bias. Also wenn Leute etwas hindrehen oder manchmal auch vielleicht dann doch nicht so kritisch hinschauen, wenn es für die gute Sache ist. White Hat deshalb, weil die Cowboys, die guten Cowboys, früher in den Cowboy-Filmen immer die weißen Hüte hatten. Also man hat immer gleich erkannt, ah, der mit dem weißen Hut ist der Gute, der mit dem schwarzen Hut ist der Böse. Ja, ist heute nicht mehr so, heute ist es ambivalenter, aber es ist irgendwie ein Filmklischee aus frühen Cowboy-Filmen. Und diese Idee hindrehen für die gute Sache, hat ein Forscherteam interessanterweise in der Lebensmittelforschung zum ersten Mal beobachtet. Man kann das aber generalisieren. Also die haben Folgendes beobachtet. Es gab diese These, naja, Übergewicht in Amerika ist ein Problem, ist auch irgendwie gefährlich, schränkt die Lebenserwartung ein und hat ziemlich viele Folgekosten. Und dann haben sie geschaut, es wurde untersucht, gesüßte Softdrinks, ne? Cola, Fanta und so weiter. Hat das einen Effekt darauf, dass Leute übergewichtig sind? Und die Studien, die dazu durchgeführt wurden, haben gezeigt, es hatte keinen Effekt. Also auch die Leute, die das nicht getrunken haben, es waren andere Faktoren, haben sich trotzdem so schlecht ernährt, dass das, wenn man die Softdrinks jetzt weggelassen hat oder so, hatte keinen Effekt. Weil aber so stark verwurzelt war, dass das muss ja einen Effekt haben, wenn man riesige Mengen zuckriges Wasser trinkt, dann hat ja ganz viel Kalorien, konnten sie zeigen, dass diese, obwohl die einige Studien gar keinen Effekt gefunden haben oder manche haben ein bisschen einen Effekt gefunden, andere nicht, wurden fast nur die zitiert, die einen Effekt gezeigt haben und die wurden auch überinterpretiert, die Effekte innerhalb der Studie. Und da haben sie gesagt, ja, das ist irgendwie ein White Hat Bias. Die Forscher haben irgendwie so ein edles, hehres Ziel. Sie wollen, dass die Leute sich gesünder ernähren. Sie haben eine vorgefertigte Meinung, es liegt irgendwie an den Softdrinks und dann interpretiert man es halt so. Obwohl es, wenn man sich es genau anschauen würde, bisher nicht belegt ist. Kann immer noch sein, dass es den Effekt hat, aber er wurde nicht belegt in diesen Studien, die da zitiert wurden. Und mir ist aufgefallen, das gibt es inzwischen relativ oft, vor allen Dingen in der öffentlichen Rezeption, dass wenn es um die richtigen Ziele geht, die die meisten Leute auch teilen würden, ist man dann nicht mehr ganz so kritisch. Einerseits die Forscher sind dann nicht mehr so kritisch und manchmal aber auch die Medien sind dann nicht mehr so kritisch. Ein Beispiel war jetzt vor kurzem, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, das war auch eine Studie, muss man vielleicht sagen, in Anführungsstrichen, von einer respektablen NGO, Plan International oder Plan International, gibt es schon ziemlich lange, die setzt sich für vor allem die Rechte von Mädchen ein weltweit, die weltweit noch benachteiligt werden, aber auch für die Rechte von jungen Frauen. Und die haben in Deutschland eine Umfrage gemacht oder im deutschsprachigen Raum zu Gewalt. Habt ihr das mitbekommen? Habt ihr das einige mitbekommen? Genau, es gab diese Gewaltstudie. So ticken junge Männer zwischen 18 und 35 Jahren. Spannungsfeld Männlichkeit. Ne? Wurde groß diskutiert, weil da erstmal was ziemlich Krasses rauskam. Es kam raus, ne, die wurden befragt. Die Leute wurden da befragt und die Männer und Frauen wurden befragt. Aber hier wurden vor allen Dingen geschaut, wie denken eigentlich Männer so über Geschlechtergerechtigkeit, Partnerschaft und so weiter. Nach ziemlich viele Fragen. Und da kam aus, ein Drittel der Männer, die dort befragt wurden, haben gesagt, es ist akzeptabel, wenn man mal eine Frau schlägt, Gewalt gegen Frauen anwendet. Und ein Drittel hat gesagt, ihnen ist selber schon mal die Hand ausgerutscht.
gegenüber ihrer Freundin oder Lebenspartnerin. Und, das ist jetzt nur ein bisschen so die krassen, da kamen ganz, ganz viele Ergebnisse, ich habe nur die krassen ausgewählt, und etwa die Hälfte hat gesagt, sie stört es, wenn sie Schwule in der Öffentlichkeit sehen, wenn die Händchen halten oder intim Zärtlichkeiten austauschen, nicht intim werden, sondern Zärtlichkeiten, also sich küssen, Händchen halten, wenn man das sehen kann. Und das wurde erst sehr, sehr groß geteilt und alle haben so einen riesen Aufschrei gemacht. Es ging, war in allen großen Zeitungen, FAZ, Zeit, die Tagesschau hat darüber was gemacht, ZDF. Und dann haben mal so ein paar Sozialwissenschaftler mal genauer hingeschaut. Man hatte auch am Anfang gar keine Daten, also es war auch sehr, sehr schlau lanciert. Es kam irgendwie an einem Sonntag raus, man hatte noch keinen Zugriff. Und am Montag, wo das dann schon in den Medien war, hat man die eigentlichen Daten gesehen. Und dann hat sich gezeigt, das war auch wieder so eine Nicht-Zufallsstichprobe, also eine Nicht-Wahrscheinlichkeitsprobe. Also man hat so ein Access-Panel genommen, das heißt, es waren irgendwelche Leute, die haben Geld bekommen über eine App, konnten da die Fragen beantworten und das dann auch ihren Freunden schicken. Das heißt, man kann relativ stark davon ausgehen, dass es da Verzerrungen gegeben hat. Ich habe mir ein bisschen meine Literaturliste angeguckt, da waren dann auch so Sachen drin, sie haben es auch ein bisschen flankiert mit Theorie, aber so Konferenzbände von vor 20 Jahren, wo so qualitative Studien, die überhaupt also nicht in einem Peer-Review-Journal erschienen sind, relativ unseriös sind, auch mit überholten Theorien aus der Emotionsforschung und so. Also schon relativ hanebüchen, was die ja so zusammenkopiert haben. Kann man sagen, naja, das ist vielleicht nur die Hintergrundliteratur, es hat nicht so viel damit zu tun. Und das war vielleicht der wichtigste Punkt, wenn man die ganzen Daten vergleicht, was wir sonst so wissen, ne, also es ist keine Frage, es gibt Gewalt gegen Frauen und Frauen sind häufiger das Opfer von partnerschaftlicher Gewalt, vor allen Dingen von schwerer Gewalt. Also diese Fälle gibt es, aber die Größenordnung war viel zu groß zu allem, was man bisher wusste. Und auch, es gibt natürlich auch homosexuellen Feindlichkeit in der Öffentlichkeit, aber auch wenn man da sich die repräsentativen Umfragen anschaut, ist das relativ gering. Ne? Das sind sehr, sehr kleine Prozentzahlen. Es gibt es immer noch, ist keine Frage. Aber dass das die Hälfte der Männer unter 35 ist, ist extrem unwahrscheinlich, dass die Zahl stimmt. Also es war offenbar in irgendeiner Form eine Selektion. Man weiß nicht, in welcher Weise, aber es war sehr vorschnell zumindest, dass sofort als Studie rauszugeben. Die Leute, die das durchgeführt haben, waren auch keine Sozialwissenschaftler an einer Universität, sondern es war so ein Marktforschungsinstitut. Das heißt nicht, dass die unseriös sind, ne? Also die können auch gute Leute da haben, die wissen, wie man sowas macht, aber es ist immer was anderes, ob das eine Universität rausbekommt, wo Leute mit Statistik und Sozialforschung sehr gut vertraut sind, oder ob das Leute machen, die das mal studiert haben und dann in so einem Marktforschungsinstitut arbeiten. Vielleicht kurz dazu, zu dieser Studie oder zu diesem Ergebnis. Ja. Wie liegen denn die Werte jetzt tatsächlich zu den Männern, die gewaltbereit sind oder das akzeptabel finden oder die zum Beispiel am Hand ausgerutscht sind? Wo liegen der Wert jetzt denn doch? Ja, das ist eine gute Frage, das müsste ich mal recherchieren. Also die Werte habe ich jetzt nicht, habe ich nicht ermittelt. Kann ich nach, also die Frage war, wie die tatsächlichen Werte liegen bei den Umfragen. Suche ich raus und mache ich, wenn ich die Folien hochlade, noch als Quelle hinten dran. Das zweite Beispiel, was ich noch gewählt habe, ist die Mitte-Studie. Kennt ihr vielleicht, der Friedrich-Ebert-Stiftung, die so menschenfeindliche Einstellungen misst alle 2 Jahre. Und da fand ich das ganz interessant. Das sind die Titel der Mitte-Studie, so der letzten Jahre. Also 2012 war die Mitte im Umbruch, das ist die Mitte der Gesellschaft, ist damit gemeint. Und dann wurde es schlimmer. Die Mitte wurde feindselig, fragil, gespalten und verloren. Verloren ist das Jahr 2018-19. Da denkt man, mit jeder Studie wurde es schlimmer. Ja, man denkt sich, oh Gott, was ist mit Deutschland los? Ne? Die Mitte zerbricht und alles wird immer schlimmer. Wenn man sich dann die Zahlen mal anschaut innerhalb dieser Studie, dann wundert man sich, wieso ist das eigentlich, warum ist das eigentlich so? Das sind die
Anteile der Leute, die der Gesamtindex rechtsextreme Orientierung ist ein geschlossenes rechtes Weltbild. Da werden so 6 Sachen abgefragt: Antisemitismus, Sozialdarwinismus, Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur. Chauvinismus ist sowas wie, Deutschland soll aggressiv in der Öffentlichkeit international aggressiv auftreten. Habe ich gesagt, fahrenloser Nationalsozialismus, habe ich schon gesagt. Und Sozialdarwinismus. Die Deutschen sind von Natur aus besser als andere. Ja, und wer diese Fragen alle beantwortet mit Ja, hat ein geschlossenes rechtes Weltbild. Das waren insgesamt fast 10% im Jahr 2002, also etwa 8 Millionen Menschen. Im Jahr 2018 waren es 2,4%. Immer noch etwa 2 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Ja, also nicht wenig. Einwohnerzahl von Hamburg, schon eine große Zahl, aber etwa ein Viertel von dem Wert vor 20 Jahren. Also es geht in die andere Richtung, es wird deutlich weniger, es wird nicht mehr. Und wenn man sich die einzelnen Faktoren anschaut, ich habe das reinkopiert, weil es keine Grafik gibt, wo alle von 2002 bis 2021, aber das ist verhältnismäßig aufgetragen. Ja? Also es ist aus 2 Büchern, aber das sind die gleichen Verhältnisse und kann man sehen, ne? 2002, Chauvinismus, Befürwortung der rechtsautoritären Diktatur, alle diese Werte haben sich etwa halbiert. Also der Mittelwert, hier lag es bei etwa 20%, da ist ungefähr 10%, 7,7 ist runtergegangen, das auch. Also es gibt nicht ganz linear und auch nicht so, dass es ganz verschwunden ist. Es gibt immer noch Leute, die das befürworten, eine rechtsautoritäre Diktatur und chauvinistisch sind, aber es ist deutlich weniger. Und hier sieht man es vielleicht noch krasser, Fremdenfeindlichkeit konnte man mal messen bei 27, also fast einem Drittel oder deutlich mehr als einem Viertel aller Bundesbürger konnte man Fremdenfeindlichkeit messen. Der Wert ist runtergegangen auf so knapp 4%. Ja, 4% ist immer noch 4% zu viel, aber es ist von 27 auf 4 ist ein deutlicher Rückgang. Ne? Und wie man die anderen Werte sieht, die gehen alle zurück. Also obwohl alle gemessenen Werte, ist nur ein kleiner Ausschnitt, könnt euch die Studie mal anschauen, egal welcher Wert da zu sehen ist, alle, die seit den letzten 20 Jahren gemessen werden, sind deutlich zurückgegangen. Die meisten haben sich mindestens halbiert. Trotzdem suggerieren die Titel, es wird immer schlimmer, obwohl die Daten zeigen, dass es besser wird, auch wenn es noch nicht verschwunden ist, die einzelnen Einstellungen. Vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass sie immer stärker warnen wollen, dass es die Gefahr noch gibt und nicht so klingen wollen, als würden sie was verharmlosen. Also immer wenn man sagt, es wird besser, klingt es vielleicht so ein bisschen so, als würde man sagen, ist doch gar nicht so schlimm. Und das verleitet sie vielleicht ein bisschen dazu, jetzt diese drastischen Titel zu wählen, obwohl die Zahlen eigentlich nicht diesen Titeln entsprechen. Ja? Ja. Und natürlich Umfragen hast du ja davon gesprochen, dass man dem nicht unbedingt so oder vertrauen kann. Ja. Wie ist es dann jetzt mit der AfD, die ja in Umfragewerten extrem hoch ist, jetzt diesen Landrat stellt? Und wie passt das dann zusammen? Ja, also ein guter Punkt. Das ist, glaube ich, 2 Fragen. Das erste ist, könnte ja auch hier Social Desirability Bias sein, ne? Antwortverzerrung durch soziale Erwünschtheit. Sagen ja, die Einstellung haben wir nicht abgenommen, sondern die Leute wissen einfach, was sie antworten sollen. Ne? Das heißt, hier haben die Leute irgendwie kapiert, ich muss die richtigen Antworten geben. Sie sind immer noch hier, inhaltlich, also sie sind eigentlich immer noch fremdenfeindlich, aber sie wissen jetzt, ich darf das nicht mehr sagen. Ja. Sagen manche. Halte ich für ein bisschen unplausibel, weil man dann zumindest irgendwelche Daten haben müsste, dass man sagt, im Jahr 2002 oder 2008 haben die Leute das noch nicht gewusst, dass man bestimmte Antworten geben sollte und jetzt erst wissen sie es. Ne? Warum gibt es diese Änderung? Da müsste man irgendein Datum haben, also irgendeinen Hinweis darauf, dass irgendwas in der Präsentation der Leute sich geändert hat. Das wäre das Erste. Es gibt immer natürlich, es kann sein, dass die tatsächlichen Werte deutlich höher sind, aber dann würde man sagen, dann müssten sie überall deutlich höher sein, dann hat man auch einen Trend. Aber man darf natürlich nicht, wie du gesagt hast, man muss vorsichtig sein, darf das nicht für bare Münze nehmen. Und das Zweite ist, warum ist dann trotzdem die AfD erfolgreich? Also sie haben ja immer so zwischen 10% und 20%. Sie waren relativ lange konstant bei 10%. Jetzt in den Sonntagsumfragen liegen sie ein bisschen höher. Und sie haben diesen
rechtsextremen Flügel und auch einen völkischen Flügel. Aber da kann man sagen, erstens müsste man jetzt schauen, zieht sich das durch oder ist das jetzt einfach so eine Art der Zuwachs, diejenigen, die ja irgendwie einen Protest ausdrücken wollen, ja, also die jetzt nicht diese klassischen Merkmale hier haben, sondern konservativ sind, aber enttäuscht sind. Das könnte ein Teil sein. Aber es könnte natürlich auch sein, dass das wieder hochgeht. Ne? Also es ist nicht garantiert, dass das jetzt immer runtergeht. Es ging bisher nur runter. Könnte schon sein, dass jetzt durch die Lage oder so die Politik sich ändert und plötzlich da wieder mehr Leute zu finden sind. Ne? Aber man darf jetzt auf keinen Fall die Zustimmung zu einer Partei als direkten Indikator für die Einstellung sehen. Ne? Weil es gibt viele Gründe, warum Leute Parteien wählen. Ne? Parteien machen Angebote und das ist jetzt ja die Nachfrageseite, also der Wählerinnen und Wähler, welche Einstellungen die haben. Und manchmal passt das zusammen, aber es gibt viele Gründe, eine Partei zu wählen, ohne dass man bestimmte Einstellungen hat, die auch dazu passen. Ne? Also diese rechtsextremen Einstellungen sind stärker vertreten in der AfD. Gibt es auch in anderen Parteien. Ne? Es ist nicht nur so, dass es nur da ist. Kann man sich auch anschauen in der Studie, in welcher Partei wird das gewählt. Also es ist deutlich häufiger in der AfD als in anderen Parteien. Aber es gibt auch andere Gründe, wie gesagt, warum man eine Partei wählt. Muss dann die Politikwissenschaftler sich und Wahlforscher sich genauer anschauen, welche Faktoren da zusammenkommen. Also es war die Mitte-Studie und dann habe ich noch ein Beispiel gefunden, komplett eher aus dem Aktivismus. Ich weiß nicht, ob ihr die Politikwissenschaftlerin Emilia Roig kennt. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Ende der Ehe. Und das fängt an mit einem, das habe ich jetzt einfach nur als, weil ich es zufälligerweise gelesen habe, ist mir das aufgefallen, es fängt an mit einer Post-Hochzeits-Depression. Also so heißt das Buch, da geht es darum, ne, dass die Ehe vielleicht problematisch ist und man sie vielleicht abschaffen sollte, weil das irgendwie verbunden ist mit dem Patriarchat, ja? Kurz zusammengefasst. Und das Buch fängt aber an, interessanterweise, mit einer These, wo sie sagt, Studien belegen, dass ungefähr die Hälfte der frisch verheirateten Frauen unter dieser Art von Depression gemeint ist, die Post-Hochzeitsdepression leidet. Also etwa die Hälfte aller Frauen, nachdem sie geheiratet haben, verfallen in eine Depression. Ist das ein plausibler Wert? Jemand nickt. Ja. Ist das plausibel oder eher unplausibel? Ja. Und vielleicht auch davon ab, wie viele Leute eine Depression bekommen, ohne dass sie geheiratet haben. Ja, müsste man sich auf jeden Fall anschauen. Ne? Etwa, wenn man fragt, hattest du im letzten Jahr eine Depression, sind es 10% der Frauen und 6% der Männer. Also schon relativ prävalent in der Bevölkerung, kommt schon vor. Also ich halte den Wert für zu hoch. Warum könnte er zu hoch sein? Oder wie könnte man das belegen, dass der zu hoch ist? Einfach, wenn man eine Plausibilitätsprüfung macht. Wenn es 50% sind, dann müsste es so sein, dass man von, ich weiß nicht, ob ihr viele Leute kennt, die geheiratet haben, dann müsste es so sein, dass jede zweite Frau, die man so trifft oder kennt, die geheiratet hat, nach der Heirat in eine Depression gefallen ist. Da müsste jeder von uns mindestens eine so eine Geschichte kennen aus dem näheren Freundeskreis von denen, die geheiratet haben, dass man das mal gehört hat. Also es ist ein viel zu hoher, also ein unplausibel hoher Wert. Wo kommt der her? Da steht ja Studien belegen, ja, in dem Buch. Und die Studie, auf die sich diese Quelle bezieht, wurde durchgeführt von Stafford und einer Kollegin. Und wie sind die vorgegangen? Die haben 28 Frauen in den USA über einen Flyer im Freundeskreis rekrutiert. Also haben eine nicht repräsentative Nicht-Wahrscheinlichkeitsprobe gemacht. Und sie haben auf dem Flyer den Leuten auch gesagt, er könnte auch weiterverteilen. Und dann haben sie 28 Leute gefragt und da kam raus, jede zweite von denen, die sie gefragt haben aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, hatte sowas. Die hatte so eine Hochzeitsdepression. Aber natürlich, da ist auf Englisch beschrieben, wie sie das gemacht haben, Snowball-Sampling und in irgendwelchen Public Bulletin Boards, ne, in ihrer Nachbarschaft haben sie das irgendwo angepinnt. Aber natürlich kann man nicht von 28 irgendwie
Frauen, die man gefragt hat, hochschließen, dass auf der Welt oder in einem Land die Hälfte der frisch verheirateten Frauen unter Depressionen leidet. Das ist also total unseriös. Es ist keine quantitative Studie, keine repräsentative Studie und auch keine Wahrscheinlichkeitsstichprobe. Und wenn man das mit anderen Daten vergleicht, da habe ich es mal recherchiert als Vergleich, wenn man in Deutschland, das ist jetzt nicht genau dasselbe, aber das gibt vielleicht so ein bisschen so einen Aufschluss, der einem zeigen könnte, dass es ein bisschen unplausibel ist. Wenn man in Deutschland Männer und Frauen fragt, das ist vom Social Economic Panel, das ist eine der größten weltweiten Umfragen, die jemals gemacht wurden, zur Lebenszufriedenheit mit etwa 600.000 Datenpunkten. Und da wird alles Mögliche gefragt, das sind repräsentative Stichproben. Und da kommt raus, wenn man fragt, bist du in deiner Partnerschaft zufrieden? Männer und Frauen sind gleich zufrieden in ihren Partnerschaften. Bist du sexuell in deiner Partnerschaft zufrieden? Sind Frauen etwas zufriedener als Männer? Minimal 6,5 von 10 Punkten versus Männer 6,3. Also 10 heißt Glück auf Erden, 0 heißt ganz, ganz schlimm. Und 6,5 oder 7 sind meistens so die Zufriedenheitswerte, das ist schon relativ gut. Und auch, wenn man fragt, fühlst du dich frei oder eingeschränkt in einer Beziehung, was auch vielleicht mit Unzufriedenheit korreliert ist, da sagen Frauen in Deutschland eher, dass sie sich frei fühlen in ihrer Beziehung als Männer. Also in allen seriös gemessenen Faktoren, das sagt nicht direkt was über Depressionen aus, aber in den seriös gemessenen Faktoren ist die Zufriedenheit gleich oder höher von Frauen und nicht niedriger. Also ich habe mir nicht die anderen Argumente gegen die Ehe angeschaut, aber wenn das der Einstieg ist, ist das auf jeden Fall nicht so plausibel. Und zu sagen, dass das sind Studien, die es belegen, ist weit hergeholt, wenn es eine Studie ist, wo man ein paar Leute im Freundeskreis gefragt hat. Ja, Aktivismus. Und ich glaube, der letzte Punkt, auf den ich noch eingehen wollte, ist etwas, das nennt man Begriffserweiterung, das mache ich nur kurz. Wir verwenden viele Begriffe für einen Schaden, könnte man sagen, einen moralischen oder körperlichen, psychischen Schaden, Harm, weiter, als wir das früher getan haben. Also wir haben weitere Begriffe von Gewalt, nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch seelische, symbolische Gewalt, emotionale Gewalt. Depression wird weiter gefasst, auch in den Fachbüchern. Sucht wird weiter gefasst. Trauma hieß früher Gewebezerstörung, später traumatische Belastungsstörung. Und heute sagt man Trauma manchmal auch einfach nur, wenn man sowas wie kulturelles oder emotionales Trauma, wenn irgendwas nicht so schön war oder nicht so gut war. Rassismus, Sexismus, also alle negativen Begriffe, die wir haben für etwas, was schlimm ist, ein Schaden, ein Harm, etwas Negatives, verwenden wir heute weiter, als wir es früher verwenden. Und das führt dazu, dass manchmal in der Forschung Effekte beschrieben werden als etwas Dramatisches oder Negatives, die dann teilweise gar nicht besonders schlimm sind, wenn man das Wort ändert. Ich habe ein Beispiel rausgesucht, das ist wieder eine Studie von der Hans-Böckler-Stiftung, also ist die den Grünen nahe Stiftung. Die haben eine Studie rausgegeben, auch vor kurzem über Arbeitssucht. War, glaube ich, auch dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Und da haben sie eine Definition gegeben und haben gesagt, arbeitssüchtig ist jemand, der lange, intensiv und gerne dauerhaft arbeitet, in seiner Freizeit nicht so gut entspannen kann und ein schlechtes Gewissen hat, wenn er mal nicht arbeitet. Das ist Arbeitssucht. Und ich habe mir gedacht, als ich das erste Mal gelesen habe, hätte man auch sagen können, das ist jemand, der sehr ehrgeizig ist. Ja, Menschen, die sehr ehrgeizig sind, arbeiten gerne lange, intensiv, dauerhaft. Und weil sie ehrgeizig sind, entspannen sie nicht so stark in der Freizeit oder haben dann vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen, wenn sie nicht noch mehr investiert haben. Also wenn ein Musikinstrument spielt oder intensiv Sport macht oder fürs Studium was macht oder auch im Job. Leute, die sehr ehrgeizig sind, auf die treffen diese Beispiele zu. Man kann das jetzt auch Arbeitssucht nennen, aber das klingt dann gleich so, als sei das irgendwas Klinisches, obwohl die selber in der Studie interessanterweise sagen, dass es gar kein klinisch anerkanntes Syndrom ist, Arbeitssucht. Es gibt keine offizielle Arbeitssucht, so wie es eine Drogensucht gibt. Haben es einfach mal so genannt. Und das Zweite in der Studie, sie haben das zwar vorsichtig im Vorwort genannt, aber es wurde von keinem Medium, wo das rezipiert wurde, so gelesen. Sie haben irgendwie suggeriert, dass suchthafte Arbeiten auch noch zu schlechter Gesundheit führt. Also sie haben herausgefunden, die Leute, die so sehr ehrgeizig sind, leben auch nicht ganz so gesund wie die anderen. Ja, was auch irgendwie naheliegend ist, wenn man sehr ehrgeizig ist und alles auf eine Karte setzt, ist man vielleicht nicht ganz, lebt man nicht so gesund. Aber es ist nicht klar, ob es daran liegt, dass man ehrgeizig ist oder ob Leute, die einfach ein bisschen ungesund leben,
vielleicht gleichzeitig auch welche sind, die ehrgeizig sind. Also sie haben eine Kausalität suggeriert, die man nicht nachweisen konnte. Das machte auch die Runde und meinte so, oh Gott, 10% der Deutschen sind arbeitssüchtig. Dass 10% der Deutschen sehr ehrgeizig sind, finde ich jetzt nicht so überraschend. Und wenn man das jetzt sich auch wiederum anschaut und sagt, da ist doch vielleicht noch ein Trend dahinter, wir arbeiten alle viel zu viel und wir sind alle überarbeitet, haben alle Burnout. Auch da zeigt sich, seit 1970 sind in Deutschland Überstunden stark zurückgegangen und auch die durchschnittliche Arbeitszeit ist auch zurückgegangen. Also wir arbeiten so wenig wie noch nie zuvor. Hat was mit Teilzeit zu tun, weil vor allem in den 70er, 80er Jahren sehr viele Frauen in den Arbeitsmarkt gegangen sind und es mehr Teilzeitmodelle gibt. Dadurch ist es insgesamt weniger geworden, aber egal wo man schaut, Leute arbeiten weniger, bis auf wenige Bereiche, vor allen Dingen im Management und im Spitzenbereich. Da arbeiten Leute ein bisschen mehr als noch vor 20, 30 Jahren. Ja, würde ich auch wieder sagen, das sind gerade nur mal die Leute, die sehr ehrgeizig sind, die sehr viel von ihrem Leben dafür opfern wollen. In einer freien Gesellschaft kann man das machen, selbst wenn man seine Gesundheit ruiniert, das steht einem frei, aber das so als große Diagnose, gesellschaftliche Diagnose zu präsentieren, wir leben in einer arbeitssüchtigen Gesellschaft, schien mir auch etwas weit hergeholt. Aber es liegt ein bisschen an den Begriffen und natürlich ist es ja auch schlecht, wenn Leute ausgenutzt werden an ihrem Arbeitsplatz und sich überarbeiten. Also wir sind uns alle einig, dass das was Schlechtes ist. Stichwort White Hat Bias, man setzt sich für das Richtige ein. Leute sollen nicht ausgenutzt werden und sich überarbeiten. Da würde jeder zustimmen. Aber durch die gute Sache ist man dann vielleicht ein bisschen übereifrig in der Interpretation der Daten, die das eigentlich gar nicht so stützt, diese Diagnose. Ja, das waren nochmal so ein paar Beispiele, wo es nicht durch böse Absicht, aber durch vielleicht Engagement für eine gute Sache, man ist gegen Gewalt, gegen Unterdrückung in der Ehe, man ist gegen rechtes Denken, man ist gegen Leute, die bei der Arbeit ausgenutzt werden. Das sind einfach wichtige soziale Anliegen, die meisten Menschen teilen. Ich nehme mal an, wir alle teilen die hier. Aber man darf sich davon dann nicht verführen lassen, dann die Daten so zu interpretieren, dass das dann am Ende auch bestätigt wird, wenn die empirischen Daten teilweise was anderes zeigen. Fragen dazu? Gut, dann mache ich noch das Fazit. Also die Ergebnisse der seriösen Wissenschaft werden in der Wissensvermittlung manchmal falsch oder irreführend dargestellt. Haben wir am Anfang gesehen, fehlerhafte Graphen, Tabellen, Schaubilder oder auch manchmal dadurch, dass man Studien fehlinterpretiert. Das passiert aber auch leider in der Wissenschaft. Es gibt da zahlreiche Selektionsfehler bei der Datenerhebung in Umfragen, haben wir gesehen, bei der Interpretation und der Publikation von Daten, aber auch andere Verzerrungen dadurch, dass man etwas beobachtet oder dass man soziale Erwünschtheit hat bei den Probanden, die man hat. Und warum ist das so? Warum gibt es diese Fehler? Viele davon sind unbeabsichtigte Irrtümer. Ja, wir sind einfach fehlbare Wesen, wir machen einfach diese Fehler. Denkfehler und Irrtümer, Vorurteile. Manche sind ideologische Verzerrungen, manchmal haben wir eine Motivation, Motivated Cognition. Und manchmal haben wir auch gesehen, ist absichtliche Täuschung dabei, ja, wo man einfach davon ausgehen kann, dass die Firmen oder die Einzelpersonen schon genau wissen, was sie sagen, aber sie präsentieren die Daten so, dass sie uns absichtlich in die Irre führen sollen. Und gerade Firmen und Unternehmen missbrauchen auch manchmal die Darstellung der Wissenschaft aus monetären Motiven heraus. Das ist ein Beispiel, wo man motiviert ist oder teilweise auch Absicht verwendet. Ja, Greenwashing war das Beispiel, das wir diskutiert haben. Es gibt aber auch andere. Man will irgendwas verkaufen, dann ist man immer so ein bisschen eher geneigt, das in die eine oder andere Richtung zu drehen. Und leider gibt es auch Forscher, Aktivisten, NGOs, die diesem White Hat Bias erliegen. Also sie haben ein Anliegen, sie haben die gute Sache, für die sie sich auch einsetzen wollen. Aber dann biegen auch sie manchmal absichtlich, aber ich glaube auch oft unabsichtlich, die Daten und deren Präsentationen hin. Oder auch die es interpretieren, gucken dann nicht mehr so kritisch hin, weil sie das Grundanliegen teilen. Es geht ja um das Richtige. Aber wenn man präzise sein will und wissenschaftlich sein will, muss man erstmal sehen, wie ist die Welt tatsächlich beschaffen.
Wir haben gesehen, in vielen Hinsichten ist sie immer noch schlimm genug. Also es gibt immer noch genug zu verändern. Es muss noch viel verändert werden. Aber erst wenn man genau weiß, wie der Status quo ist, kann man sich auch überlegen, wo und wie kann ich etwas verändern. Wenn man sich da schon täuscht darüber, wie die Welt beschaffen ist, wird die Sache schwieriger. Wenn keine weiteren Fragen sind, danke, dass ihr so lange zugehört habt und wir sehen uns nächste Woche. Danke.